Gottes Segen. Ja, was ist Bin in das New York. denn? Bin in New Du bist in York, New York Bruder. gelandet. Ja, ich bin in New York. Du bist in New York gelandet. Der Wahnsinn, Danny. Ja, total, ne? Da gönnte sich der Danny. Er ist Brutal, einfach New ne? York. So sieht's hier aus. Ja, Bruder, guck mal. Ja, wo bist du denn? Hamburg oder? Ist das Hamburg? Nein, ich bin New York. Er Ja, ist ich New sag York doch. gelandet, ey, Wahnsinn. Ich muss wieder Ja. klein machen, Danny, weil das Anfang des Streams ist. Muss ich kurz den Leuten sagen, alle kräftig tippen, meine Lieben. Alle kräftig tippen, Gottes Segen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Alle kräftig tippen und teilen, ja? Ich mache dich sofort wieder groß, Danny. Lass erstmal die Leute ankommen. Alle kräftig tippen und teilen, meine Lieben. Ja, Bruder Danny, na, heute ist wieder ein neuer Tag, wo wir den Herrn Jesus Christus preisen, loben können. Heute ist ein neuer Tag, wo wir einfach die komplette Finsternis aufdecken können. Ein neues Video habe ich auch gemacht, Danny. Hast du das neueste Video von mir gesehen? Habe ich jetzt gerade gepostet. Wie bitte? Hast du mein neuestes Video gesehen? Habe ich jetzt gerade gepostet. So, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, schau dir das an, Danny. Schau dir das an. Das ist heftig, das Video. Das ist heftig. Er hat das Ja. mit einer Schwester zusammen gemacht. Das ist heftig. Schau dir das auf jeden Fall an. So, meine Lieben, kräftig tippen. Wir sind jetzt gerade angekommen in diesem Stream. Kräftig jetzt alle tippen. Ja, und teilen. Weil durch dieses Anfang, gerade am Anfang richtig viel tippen, steigt einfach dieser Stream. Das ist einfach so. Also bitte tippen, kommentieren. Danny, du auch, ne? Schon deine Finger nicht. Schön Muskeltraining machen. Alle kräftig teilen, meine Lieben, und tippen, ja? So. Sehr schön. Danny. Ich frage mich jederzeit, also jeden Tag frage ich mich das, wirklich jeden Tag gefühlt. Wie können die Muslime nicht aufwachen, obwohl so viel Finsternis bei denen drinne steht? Das ist wirklich die Frage, die ich mir die ganze Zeit auch stelle. Generell auch andere Menschen, wie können die nicht aufwachen, gerade an die Atheisten, obwohl man anhand der Schöpfung einen Schöpfer sieht? Wir können, dank dir, Bruder Aros, wir können die nicht aufwachen, ja, die anderen Irrlehrer, obwohl die Bibel klare Worte spricht. Das ist immer, was ich mich frage, wie könnt ihr nicht aufwachen? Aber dazu gleich später mehr. Bitte kräftig tippen, meine Lieben, kräftig, kräftig, kräftig tippen und teilen. Ihr drückt halten und überall senden drücken. Wenn ihr gedrückt hättet den Stream, ploppt was auf und somit könnt ihr überall senden drücken. Das ist das schnellstmögliche, wie ihr teilen könnt, ja. Also bitte gedrückt halten und teilen drücken. Dank dir, Aus. Dank dir. Dank dir, Aus. Danke für deine ganzen Rosen. Ja. Tippe, meine Lieben. Gemeinsam tippen und teilen. Damit jetzt jeder sieht, wir sind jetzt gerade live gekommen, dass wir jetzt auf jeden Fall das Wort Gottes predigen. So, was ist das denn? Linda Lanz, okay. Erstaunlich. War bei mir mal live, okay. So, kräftig tippe, mein Lieber. Wir warten jetzt, dass ein paar Leute reinkommen und die, die noch nicht das Teamherz geklaut haben, jetzt bitte das Teamherz klauen. Die, die es noch nicht getan haben, ist sowieso kostenlos. Ja, und dann könnt ihr auf jeden Fall was Gutes tun. So unterstützt ihr den Stream am meisten, wenn ihr Teamherz klaut und tippen tut und teilen tut. Das ist kostenlos, tut euch nicht weh und wir kommen damit voran. Ja, also bitte kräftig weiter tippen. Wir warten jetzt, dass immer mehr Leute jetzt reinkommen. Was ich jetzt sagen kann, meine Lieben, dass die Bibel das einzig wahre ist. Ja, und der Herr Jesus Christus ist der einzig wahre Gott. Es gibt viele Beweise dafür, es gibt viele Prophezeiungen dafür. Die sind einfach, Alexa, das ist kostenlos. Dieser eine Coin, was nur da ist, was einmalig ist, ist 0,0001 Cent, glaube ich. Das ist kostenlos. Das ist auch nicht mehr zu zählen. Also, was schreibt einer? Steve und ich. Debatte am 31.10. bei Debatten-TV, 19 Uhr. Sifu und du. Mein Lieber, komm doch mal jetzt hoch. Ich zeig dir mal, wie das funktioniert, wie eine Debatte hier langsam funktioniert. Komm mal hoch und dann kannst du deine Fragen doch mal an mir stellen. Hier und jetzt. Da brauchen wir kein Debatten-TV oder irgendwas. Keine Sorge, ich brauche dich nicht stumm. Kannst du frei reden. Komm mal rein und dann werden wir mal sehen, wer hier die einzig wahre Lehre hat. Komm mal rein. Brauchst du kein Debatten-TV? Komm rein, mein Bester. Du kannst ruhig Fragen stellen. Kein Problem. Was für Debatte, was ist das? Haben die Apostel gesagt, jetzt so viel Uhr und so sollen wir jetzt Debatte machen? Das kann man mal nebenbei mal machen, wenn es nicht anders möglich ist, ne? Weil die Person ja gefühlt nie live ist oder einfach nicht kommt. Aber komm, meine Lieben, ihr könnt doch hier rein, ihr seid doch frei zugänglich. Ja? Braucht euch jetzt nicht groß machen hier.
So, gehen wir weiter. Wenn ich holen, gehe ich weiter. So, der Herr Jesus Christus ist der einzig wahre Gott. Dem will ich predigen und dem will ich preisen und loben vor allem. Ja, er ist es, der für uns gestorben und auferstanden ist. Er ist es natürlich, der jede Finsternis besiegt hat durch sein wunderbares Licht. Die Muslime schreiben jetzt zum Beispiel hier rein, cringe. Ich sage zum Beispiel, das ist cringe. Nur eine Frage, warum lutscht ihr gegenseitig Finger? Hey, Bukhari 5456, das ist wirklich cringe und krank. Ja, da würde ich mich fragen, ob es euch gut geht, aber steht wirklich so geschrieben. So, das musst du dich, mein Lieber, fragen, na, der hier gerade geschrieben hat. Gehen wir weiter. Der Herr Jesus wird prophezeit, vor allem in Zacharja 12,10. Da hat Jahwe höchstpersönlich geredet. Jahwe, also Gott, ja, sagt: Ihr werdet auf mich blicken, den ihr durchstochen habt. Frage: Wie kann ein Gott durchstochen werden? Gott ist allmächtig. Den kann man nicht durchstochen, den kann man nicht durchbohren, den kann man nicht mal anfassen. Geht nicht. Also muss da was passiert sein. Das heißt, Gott wird Mensch, dass man ihn überhaupt anfassen kann. Das ist der Riesenunterschied. Das sind Prophezeiungen, die auf den Herrn Jesus blicken und darstellen. In Sprüche 30, meine Lieben, steht drinne, dass Jahwe sagt, also Vater, Sohn, ist sowieso ein Jahwe, sagt: Das ist mein geliebter Sohn, auf den will ich schauen und auf den habe ich auch Wohlgefallen. Und das sind wirklich starke Verse, wo wir denken: Ach, tatsächlich, also sehen wir Gott, der selber sagt: Das ist mein Sohn, an den ich Wohlgefallen habe. In Sprüche 30, wie es in Hebräer 1 auch noch dargestellt wird, dass Vater den Sohn Gott nennt bei Namen, weil in der Trinität Vater, Sohn, Heiliger Geist ein Gott, ein Wesen ist. Aber in den Hypostasen, also innerhalb der Trinität, reden die zueinander. Und das wurde im Alten Testament bewiesen, in Psalm 110, Vers 1, Sprüche 30, zwei gute Verse dafür. Und wir sehen es im Neuen Testament, wie Hebräer 1, ja, und generell noch in Evangelien, wo noch der Vater ja gesprochen hat: An das ist mein Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist präsent war, der Sohn präsent war, wie die Trinität dargestellt bekam bei der Taufe Jesu. Und das ist wirklich ein Statement, weil die Muslime sind es ja oft, die es wirklich behaupten, dann sagen: Ja, wo ist denn die Trinität des Alten Testamentes? Ja, wo ist denn die Dualität mindestens gegeben im Alten Testamentes, damit wenigstens zwei Hypostasen präsent sind und auf einmal agieren und harmonieren? Ich kann dir sogar noch mehr zeigen, in 1. Mose, direkt am Anfang: Lasst uns Menschen machen. Bei euch im Koran steht das doch genauso: Lasst uns Menschen machen. Ja, zu wem hat Allah gesagt? Mit: Wir machen jetzt Menschen. Zu wem redet Allah? Die Engel sind nicht die Schöpfer. Engel schaffen was nicht. Jetzt ist, das ist erstaunlich, meine Lieben. Da muss jetzt jeder Muslim nachdenken. Ja, zu wem redet denn jetzt Allah? Der sagt: So lass wir oder lass uns Menschen machen. So seht ihr, da ist sogar der Koran, obwohl er voller Fehler ist, hat ein kleines Stück Wahrheit mitgenommen. Und das sind kleine Punkte. Und wir sehen, die ganzen Propheten des Alten Testamentes haben die ja auch geklaut. Abraham und Isaak haben die Geschichte komplett geklaut, haben sogar draußen Opfer festgemacht. Schade, meine lieben Muslime, für euch, eigentlich glückselig für euch, aber ihr findet das als schade. Da wird der Vater und Sohn präsentiert, wo wir sehen, der Vater gibt seinen eingeborenen Sohn her. Abraham, also Vater, der seinen eingeborenen Sohn Isaak hergibt und Opfern tut. Das sind immer kleine Verweise auf den Herrn Jesus Christus, beziehungsweise Trinität, Vater, Sohn. Und das ist heftig. Einer schreit: Rede ein bisschen über Christentum. Ja, was mache ich gerade? Ich rede jetzt gerade über Hasen oder wie? Ich rede doch gerade über den Herrn Jesus Christus. Aber das ist das Problem. Du hörst ja nicht zu, mein lieber Akara. Statt einfach zuzuhören und zu gucken: Oh, über was redet er? Nein. Du bist reinkommen und laberst schon direkt wirklich müllhaft, also müllhafte Argumente kommen direkt schon rein. Unglaublich, unglaublich. Möge der Herr dir vergeben, ja. Möge der Herr dir, also möge Gott mit dir geduldig sein und möge Gott dir wirklich das Herz öffnen, dass du bereit bist für das gute Wort, für den Samen, ja, der wirklich, wirklich Frucht bringt, aber dafür musst du auch die gute Erde sein. Wenn du die schlechte Erde bist, so kann ich auch nicht mehr helfen.
Meine Lieben, der Herr Jesus wird durchgängig prophezeit. Zacharja 12 können wir auch wieder betrachten, oder Zacharja 13 müsste das sein. Unfassbar, wie detailliert immer wieder der Herr Jesus dargestellt ist. Psalm 22 am Ende des Verses, ich glaube Vers 19 müsste das sein. Die werden um meinen Gewand würfeln. Ja, bei wem ist das denn passiert? Ich kenne keine historische Figur, die gekreuzigt worden ist und über ihr Gewand gestritten worden ist. Beziehungsweise sogar gewürfelt. Ich kenne keine historische Figur als nur der Herr Jesus Christus selbst. Schreibt in den Chat rein. Kennt ihr irgendeinen, der genau das gleiche widerfahren ist? Bei Psalm 22, Vers 19 müsste das sein. Über mein Gewand werden sie streiten, würfeln. Schreibt das rein. Kennt ihr irgendeine historische Figur? Dann Nein schreiben. Wenn ihr keine kennt, Ja schreiben. Und dann bitte auch den Namen. Ja. Schreibt das rein, meine Lieben, in alle in den Chat. Das ist wirklich heftig, ne? Diese Prophezeiungen sind unglaublich. Ich muss, glaube ich, mal einen Stream machen, wo ich mir mindestens schon 55 Prophezeiungen nehme und systematisch oben nach unten gehe und dann euch zeige, wie heftig der Herr Jesus dargestellt ist. Ein Testament und prophezeit worden ist. Da kann keiner mehr verleugnen. Da kann kein Muslim kommen und sagen, boah, das sind wahrlich erfundene Sachen. Nein, nein. Wahrlich verfälschte Sachen. Nein, 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 das könnt ihr nicht sagen. Die Bibel ist so authentisch und so perfekt überliefert, das wünscht ihr euch in euren Koran. Ja, die Muslime sind neidisch. Die sind neidisch auf die Bibel, weil die Bibel wirklich exakt und perfekt überliefert worden ist und nicht mit dem Schwert verbreitet worden ist, sondern mit der Liebe. Ihr seid es, die ihr mit dem Schwert verbreitet habt, euer Koran, und ihr seid es, die sich untereinander in den Koran gestritten habt und plus noch verfälscht ist, laut Sahih al-Buhari 4987. Also seht ihr, Usman ibn Affan hat den Koran verbrannt, wo ihr euch untereinander mit den Sahabas alle gestritten habt und falsch rezitiert habt. Ihr seid neidisch, natürlich seid ihr neidisch. Wer ist denn nicht neidisch auf ein Ferrari? Weil ich kann nicht neidisch auf ein Twingo sein und das seid ihr dargestellt. Nein, darüber kann ich nicht neidisch sein. Aber ihr seid neidisch auf die Bibel, die wirklich perfekt überliefert ist. Wir haben wirklich 36.000 Manuskripte, die Hallo, Paulus, mein Lieber. Perfekt einfach sind und harmonieren. Aber ihr nicht, meine Lieben, ihr habt gar nichts. Bitte schön. Ja. Hallo, Paulus. Gott sei Dank, was liegt dir auf den Herzen? Ich habe eine kurze Frage. Welche Bibel sollte man lesen? Die Schlachter 2000? Eine Bibel. Wenn du mit Übersetzungen meinst, also ein Urmanuskript, genau. Aber wenn du Übersetzungen meinst, Schlachter 2000 ist die beste deutsche Übersetzung, die wir haben. Das ist keiner Konfession angehörig, oder? Keine Konfession, einfach nur Schlachter 2000. Genau. Übersetzung generell, eine Bibel gehört keine Konfession an. Ja, die gut. Bibel ist die Bibel. Die Lutherbibel zum Beispiel ist ja evangelisch. Ja, was ist das denn? Die Einheitsübersetzung ist ja katholisch. Ist nicht so gut übersetzt, aber kann man auch lesen. Also ist auch okay. Kann man auch, aber ich würde immer die Schlachter 2000 empfehlen. Die sind ein bisschen schwächer übersetzt. Oh, wo ist der hin? Ja gut, dann ist er nicht mehr da. Wenn ich mich frage, welchen Koran soll ich lesen? Hass-Wash-Version, die sich wirklich nur Urtext unterscheiden sind. Heftig, ne? Die in den Sure 396, was sogar gleich Hintergrund abspielen kann. Ja, ein komplett anderer arabischer Vers. Daran seht ihr, ne, dass der Koran nicht perfekt ist, aber die Bibel schon. Ja, ihr seid schon neidisch auf die Bibel. Ich weiß, dass ihr neidisch seid. Weil die Bibel einfach nur perfekt ist. Weil es kommt von den Perfekten und hat es perfekt herabgesandt. Nicht wie bei euch, so 3 Vers 3. Allah, der meint, perfekt zu sein, aber Unperfektheit unterschickt und Unperfektheit verfälschen lässt und weitere Unperfektheit weiter darstellen tut. Ja? Nein, so sind wir nicht. Wir sind mit der Bibel einstimmig. Und da sage ich auch Danke zu mein lieber Wiki. Bitte schön, Django. Bitte ja, ich höre dir zu. Was liegt auf den Herzen? Du hast da auch eine Anfrage gestellt. Mir liegt vieles auf den Herzen, aber liegt ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Willst du über die Perfektheit über die Liebe reden? Na, über alles, über das Leben. Ja, was hindert dich, den Herrn Jesus Christus als dein Gott, dein Retter anzunehmen? Fangen wir schon so an. Also ich meine, Jesus, für anderen Isa oder für die anderen auch wie auch immer, ist auf jeden Fall ein Prophet. Prophet, Messias und Gott selbst. Messias. Das haben wir Amin. Das letzte würde ich nicht erwähnen, weil
Ich enthalte mich dieser Meinung. Das ist halt natürlich deine Meinung. Darfst du auch ausüben. Was aber hindert Gott dich, will dich nicht vorstellen. Was hindert dich, habe ich gefragt. Ich habe mich gefragt, was ich habe hab dich nur gefragt, was hindert dich, den Herrn Jesus anzunehmen? Gib mir eine Begründung, warum nein, du ihn nicht als Gott nimmst. Als Gott kann ich den nicht annehmen, weil Jesus hat selber zum Gott gebetet. Hä? Allah hat doch in Al-Adab Al-Mufrad 645 doch auch zu jemandem gebetet, aber zu wem ist die Frage? Allah betet Allah sogar zehnmal. Allah hat macht doch das zu keinem gebetet. In der Trinität, wo Gott die Trinität darstellt, tut Vater, Sohn, Heiliger Geist, Sohn, Mensch wurde, der Mensch zum Vater gesprochen hat. Aber zu wem hat Allah gesprochen, wenn er keine Trinität nein, nein. besitzt? Al-Adab Al-Mufrad 645, bitteschön. Ist du, lässt doch gar keinen eigentlich ausreden, so. Das ist, glaube ich, so deine ich Themen. Weiß ganz so, ne? genau, dass es eine Katastrophe ist. Yassaluna steht da, wie bei euch im Koran. Da steht B. Siehst du? Oh Mann, Mensch. Du weißt ganz auf jeden genau, Fall was die Katastrophe ist. Du bist wirklich damit, ne? Du weißt richtig so, oh, wie kann ich denn diesen Argument denn jetzt nutzen, wenn das voll gegen nee, mich selbst guck mal, spricht? Guck mal, aber ganz ehrlich, lass mich doch mal Vater ausreden. Du redest deinen Wasserfall. Lass doch mal bitte, kurz ausreden. Bitte, ja. Ich bin ruhig. Guck mal, ich habe kein Problem damit, was du jetzt hier gerade auf TikTok veranstaltest. Da kannst du, sei dir gegönnt, alles gut. So. Ich habe nichts Böses gegen dich, jeder oder sonst noch jemanden, so, der das macht. Aber einfach nur eine Frage, so, was ich jetzt nicht verstehe. Was willst du damit erreichen? Den Herrn Jesus Christus möchte ich loben und preisen und predigen und die Muslime. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich wünsche dir auch viel Erfolg dabei, aber ich verstehe nicht, warum du jetzt nur ungefähr um 1,7 Milliarden Menschen. 1,2 Milliarden, nicht größer im Preis gedacht, bitte. Guck mal, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Wir wissen, dass es mehr ist. Wir wissen, dass es mehr ist. Nein, 1,2 Milliarden. Nein, nicht größer. Wir wissen, dass es mehr ist. Und wenn man noch ernster nimmt. Und wenn man noch ernster nimmt, sind das sowieso 99% gefühlt. Nein, nicht mal richtiger Muslime laut Islam. Aber kannst du weiter fortfinden. Warum beantwortest du was meine sind Frage? Das 99? Was ist 99 nochmal bitte? 99% sind ja gefühlt nicht mal richtige praktizierende Muslime. So wie du auch. Warum ich habe nicht behauptet, dass jemand praktiziert. Wie viel Prozent? 9 muss man ja schon praktizieren. Aber erzähl mal, mein Lieber, erzähl mal, warum betet ihr so? Nein, guck mal, jetzt bist du auf diese 99% gegangen. Jetzt erzähl mir mal, wie viel Prozent Christen praktizieren. Wie viel Christen praktizieren? Ja, wie viel Prozent Christen praktizieren wir denn? Wir sind 2 Milliarden Christen. 2 Milliarden. Ja, okay, angenommen. Ja. Wie auch immer. Und die praktizieren sogar noch besser als die Muslime. Ja, um Gott, da sollen wir, um Gott willen. Wir müssen ja nicht Dschihad machen. Es freut mich, dass sie euch. Es freut mich, dass die Muslime. Jetzt erklär mir, warum Allah betet. Das war doch deine erste Frage. Gott, ich habe die beantwortet. Du bist jetzt wie ein Wasserfall. Du redest, lässt aber keinen ausreden. Ja, antworte meine Frage. Zu guck mal, ich stelle dir auch keine Frage. Ich wollte auch keine Frage von dir Frage gestellt haben. Gestellt. Ich wollte einfach nur sagen, warum du die ganze Zeit redest, wie ein Wasserfall, aber lässt keinen ausreden. Ich habe dir eine Frage gestellt. Ich verstehe nicht, was du worauf mich hinaus willst. Ich habe die Frage auch nicht mal verstanden, weil es total blöd ist. Zu wem betet Jesus? Und ich habe gesagt, Menschensohn redet zum Vater, ganz normal innerhalb der Trinität. Zu wem betet jetzt Allah? Al-Adab wo steht denn, dass Allah zu jemand gebetet hat? Al-Adab Al-Mufrad 645 Sachi. Ich weiß nicht, von welcher Sachi Mafi du redest. Wie auch immer, aber ich weiß nicht, wo du gesehen hast oder gelesen hast, Allah zu irgendjemand betet. Ja, Yassalun heißt beten. Bitteschön, erklär mir jetzt. Aber zu wem soll Allah beten? Nee, zu wem Allah soll beten? Ich hab dir gerade einen Hadith gegeben. lass mich doch mal aussehen. Zu wem soll Allah beten? Zu wem? Das ist die große Größer als der gibt's ja gar nicht. Das ist für euch ist der Gott. Frage. Nein, gibt's größer als Gott was? Nein. Ja, also, Allah ist genau das Gleiche. Ja, Allah betet aber. Ja, aber lass mich doch, guck mal, lass mich erst eine Sache sagen. Jesus war doch, Jesus, auf welche Sprache hat Jesus geredet? Auf welche Sprache? In vielen Sprachen. Ja. Hebräisch und Aramäisch. Ja, was heißt denn Gott auf Aramäisch? Was heißt denn Gott auf Aramäisch? Hallo, Django. Hebräisch nee, lass mich doch, guck mal, ist die Muttersprache Aramäisch gesprochen. Jesus Christus als Mensch. Und Aramäisch war die allgemeine Sprache und Griechisch war auch eine allgemeine Sprache durch den Römischen Reich. Ja, durch Römische Reich, wie auch immer. Der Jesus hat Aramäisch gesprochen. Was heißt auf Aramäisch Gott? Mein Lieber, Yahweh heißt Gott. Bei Yahweh? Uns in der, nein, Yahweh, wenn du wirklich den Gottesnamen wissen möchtest. Yahweh. Yahweh eigentlich auf Judentum, ist auch egal. Die Christen sagen Yahweh und ihr sagt auf einmal Schienbein. Yahweh heißt eigentlich auf Judentum, aber ist egal. Finde den Fehler. Paulus. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg Lieber, dabei, weiter zu weißt, bekehren. Weißt du, was ich wünsche? Ich wünsche auch Gottes Segen, aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Na? Wie immer.
Die Muslime beantworten nie meine Fragen. Immer wenn ich frage, wenn die mir eine Frage stellen, beantworte ich die und stelle eine Gegenfrage. Aber ich bekomme nie eine Antwort zurück. Du hast mich gefragt, zu wem betet Jesus? Der Sohn spricht zum Vater. Aber ich habe dich dann gefragt, zu wem betet jetzt Allah? Laut Al-Adab, Al-Muftat 645, es ist Achi. Und da sehen wir keine Antwort von den muslimischen Seiten. Seht ihr? Weil die Muslime nicht argumentieren können, weil die auf eine Lüge basiert sind. Ich bin für die Wahrheit und die sind bei der Seite der Lüge. Na, da seht ihr es. Schon wieder ein Muslim, der nicht argumentieren konnte. Egal, wen wir hochholen. Da könnte der größte Imam kommen und der wird noch immer nicht antworten können. Und ich würde ihn so anlächeln. Er wird ihn anlächeln, ich werde ihn anlächeln. Er wird ihn anlächeln. Da lächeln wir ihn beide nochmal an. Ey, Paulus, ganz kurz eine Sache habe ich. Ganz, ganz, ganz kurz und knapp. Gottes Segen. Du wurdest doch die letzten paar Male, wurdest du doch, ja, ich sag mal, da haben sich ja einige Leute, Kandidaten mit dir angelegt in TikTok und die haben dich widerlegt, ne? Und da konntest du dich auch nicht rausretten. Wir werden. Ja, zum Beispiel der Dauer, einmal der Bilal, der Ismail, und da konntest du auch nicht mehr antworten, da wusstest du auch nicht mehr weiter. Und dann welche Dauer? Ja, und dann hast du den auf Ex, wie heißt der, Ex-Muslim Army oder dein Freund, hast du hingewiesen, da hattest du gesagt, die Quelle von Army, ja, du brauchst jetzt nichts zu sagen, welche Dauer. Ich weiß nicht, wer das ist. Genau. Wir wissen nicht bewusst, wer das ist. Es kommen viele Gäste rein, ich merke mir noch nicht alle Namen. Es ist alles, guck mal, alles ist gut. Ich finde gut, dass du deine Video. Ich will das Video gerne sehen, wo ich wieder legt worden bin. Ja, guck, pass auf, Paulus. Ich finde gut, dass du deinen Glauben auslebst, aber ich finde nicht gut, dass du spaltest. Ich finde es nicht gut, dass du. Wie findest du das, dass Sura 48, Vers 29 richtig spaltet? Indem ihr am Herzen untereinander seid. Du wurdest widerlegt. Du wurdest komplett auseinandergenommen. So ein Paket gebe ich dir, weil du respektlos gegenüber mir bist. Du hast doch was gesagt, ja? Ihr seid die Spalter. Sura 48, 29, barmherzig untereinander, zueinander, aber hart gegen die Kuffas. Okay, dann liest doch mal die Sura 60, Vers 8 vor den Leuten jetzt. Komm, wenn du dich traust. Erklär mir erst Sura 48, 29. Erklär. Siehst du? In der Sura 60, Vers 8. Warum kannst du Sura 48, 29 nicht erklären? Ist das etwa ein Widerspruch im Koran? Wenn du mir jetzt was anderes gibst, erklär es mir. Möge Allah dich recht leiten. Mehr sage ich nicht. Und Salam alaikum. Paulus, Vitamin D, Vitamin 114 hatte schon gestern aufgeklärt. Salam alaikum. Und runter mit dir. Ja, ein weiterer Muslim, der nicht argumentieren konnte. Seht ihr? Sura 48, 29. Ganz einfache Frage. Ich lächle, er lächelt. Ich lächle und er lächelt. Ja, die Sonnenbrille hilft noch dabei, ich lächle und er lächelt. Keiner schafft es uns zu widerlegen, weil wir für die Wahrheit stehen. Nicht, weil wir schlau sind, wir stehen nur für die Wahrheit. Das ist der Riesenunterschied. Hallo, du Wahrheitsprediger. Oder soll ich dich Hassprediger nennen, weil du spaltest ja ganz schön unter den Menschen. Du kannst mich gerne, mein Lieber, erstmal Gottes Segen, dir und deine ganze Familie. Ja? Was wünsche ich deiner Familie auch? Weißt du, wie du mich nennen kannst? Radikaler, barmherziger Prediger. Das hört sich aber nicht so an. Ich gucke dir zu, du bist ein kleiner, heranwachsender, junger Mann, der versucht hier im TikTok ein bisschen was über das Christentum zu erzählen, schafft es aber wohl eher die Muslime zu verärgern, anstatt die Herzen zusammenzubringen. Hier lokal, also ich kenne genügend Christen, ich kenne auch Leute, die gläubig sind und täglich beten. Und ich kann dir sagen, dein Verhalten repräsentiert auf jeden Fall nicht deine Religion, weil das, was du hier machst, sorgt für Spaltung und für Hass. Und ich sag dir jetzt schon. Was habe ich denn getan? Es ist deine Art und Weise, wie du diskutierst mit Menschen. Du redest über Argumente, du erwartest von Leuten, dass sie normal argumentieren, cancelst dann aber ihre Stimme oder haust sie dann raus aus der Diskussion. Du musst auch erwachsen genug sein, um hitzige Diskussionen zu haben. Wenn dich jemand beleidigt, ist das was anderes, aber du hast hier den längeren Arm in deinem Channel. Du provozierst hier auch ein bisschen mit deinem Bild, was du da im Hintergrund hast. Dialog ist was Schönes. Und Dialog soll es immer geben. Aber das, was du machst, du gehst schon in eine provokante Haltung, indem du zum Beispiel jemanden, der im Hintergrund ganz stark gegen den Islam hetzt und versucht, Spaltung in der Gesellschaft zu machen, irgendwie präsentierst und befürwortest, anstatt Brücken zu finden, gemeinsam miteinander zu reden und zu argumentieren. Das ist dein Problem. Okay. Und damit machst du dir keine Freunde. Das, was du machst, du verewigst dich in mir. Soll meine das, was Brücke du machst,
Okay. Man kann Okay, über dann die lass bitte Schriften den reden. Brücke Guck so mal, du bist anfangen, Ahlul bitte. Kitab. Du bist Ahlul Warte, Kitab. warte Das doch. heißt, du. Hallo. Lass doch einen Dialog führen, ja? Nicht Monolog, ja? Sonst ist das unsympathisch. So, lass jetzt eine Brücke finden. Erklär mir die Brücke schon bei Sura 48, 29. Barmherzig untereinander, hart gegen die Kuffars. Bitte schön. Dafür will ich gerne anfangen. Okay, wenn du Koran-Exegese machen möchtest, dann kann ich dir sagen, ich bin nicht in der Lage, mit dir eine Koran-Exegese zu machen. Da musst du dich schon mit Leuten treffen, die Imame sind, ja, die das studiert haben, die den geschichtlichen Kontext kennen und nicht mit irgendwelchen kleinen TikTokern, die keine Ahnung von der Religion haben, eine Diskussion führst, die keinen Sinn hat, die eigentlich die Herzen auseinanderbringt und nicht die Menschen zusammen. Das ist das Dann habe Problem. ich eine letzte Frage. Wie kannst du dann wissen, dass ich Hass predige, dass ich falsch predige, dass ich Lügen predige und so weiter, wenn du selber bezeugst, du hast gar keine Ahnung, wie es zu verstehen ist? Also, ich sehe, wie du mit den Menschen redest. Ich sehe, dass du die Leute cancelst. Ich sehe, dass wenn Leute dich auf irgendetwas ansprechen, was dir nicht passt, dass du sie sofort aus deinem Channel rauskickst, richtig? So, das ist eine Sache. Und eine Meine ich zweite Sache richtig? ist, guck mal, ich weiß nicht, was deine Absichten sind. Das ist zwischen dir und Gott, okay? Aber deine Taten sprechen für sich, ne? Wenn du wirklich Frieden und deinen Glauben präsentieren möchtest, dann musst du an die Menschen ran. Du kannst den Menschen keinen Glauben auferzwingen. Das ist eine sehr private Sache. Guck mal, der Glaube ist etwas, was im Herzen stattfindet. Und wenn du mit deinem Verhalten dafür sorgst, dass Christen und Muslime aufeinander gehetzt werden, dann wirst du mit deinem Gesicht dafür stehen. Ich meine, du verewigst dich gerade hier im Internet bei den Leuten, die gucken dich an und sagen, hey, guck mal, das ist ein Christ, der redet hier und sagt, die Muslime sind so und so und so. Was hast du denn für das Christentum getan, außer im TikTok hier die Leute aufeinander zu hetzen? Okay, ich weise erstmal deine Aussage ab. Das ist kein Hetzen. Erstens, die Definition von Hetze bedeutet, ich nehme eine Gruppierung, hetze es auf eine Gruppierung, damit ihr Stress bekommt. Nein, tue ich nicht. Ich sage, liebe die Muslime, gib den Muslimen Essen, gib den Muslimen Trinken, ja, und gib den Muslimen Kleidung, wenn die Kleidung brauchen. Schon mal das Erste. Der zweite Punkt, mein Lieber, ihr seid nicht in der Lage, meine Frage zu beantworten. Und warum soll ich mit euch eigentlich weiterreden? Aber komm, Guck aus mal, Liebe und wer Geduld. ist denn ihr? Du redest gerade Nicht mit unterbrechen, Abdus. nicht unterbrechen, ja? Deswegen stumme ich dich. Ja, weil du wieder die Wahrheit nicht ertragen kannst, musst du jetzt ein bisschen hebelig werden. Atme tief ein und aus. So, gehen wir weiter. Zweiter Punkt ist, ihr Muslime habt nie eine Antwort auf meine Fragen. Und dann kommt immer die, ihr hetzt meine Lügen, ihr erzählt nur Lügen. Statt einfach nachzudenken, was ich überhaupt sage. Ich zitiere eure Gelehrten, ich zitiere euren Koran, ich zitiere auch eure Überlieferung Hadithe. Wenn ihr ein Problem mit diesen Zitaten habt, habt ihr nicht ein Problem mit mir, sondern ein Problem mit Allah. Dann gehen wir schon den dritten Punkt. Ich sage es hier und jetzt. Ich will Frieden, ich will Liebe. Aber wollt ihr Frieden, wollt ihr Liebe? Nicht nur als Mensch gefragt, sondern als die politische Religion Islam gefragt. Mit dem politischen Islam. Wenn wir Sure 9 ein bisschen betrachten tun, in Sure 9, 29, Sure 9, Vers 123, Sure 9, Vers 5, dann sehen wir noch den Tafsir Ibn Kathir. Da brauche ich nicht mehr dich fragen, da brauche ich nicht den Imam fragen, dann brauche ich direkt den Gelehrten persönlich fragen, Ibn Kathir, der erklärt, dass du wirklich die Ungläubigen Nacken therapieren sollst. Nein, kein Verteidigungsvers, sondern ein aktiver Angriffsvers. Das sehen wir in Sure 923 sehr stark, wo drinnen steht, gehst du dein Nachbarland, Nackentherapie die, bist du mit denen fertig, gehst du den Na nächsten Nachbarland, Nackentherapie die, bist du mit denen fertig, dann gehst du den nächsten. Und Ibn Kathir hat das erklärt, bis zum Römischen Reich hindurch. Sollte euch durchdringen, ja. Und der politische Islam, generell der Islam, hat sich nur mit den Schwert, fast nur mit den Schwert verbreitet. Die wenigsten, die es angenommen haben, haben es natürlich gehört und haben dann komplett Angst bekommen, ja. Deswegen nehmen dann auch manche an durch pure Angst. Aber der Schwert, die Bibel, Apostelgeschichte, Quellenangabe, sehen wir deutlich, mit dem Wort und die Liebe und seinen eigenen Kopf gegeben, damit jeder das Wort Gottes, den Herrn Jesus, hört. Mit Liebe haben wir uns verbreitet, mit dem Hass habt ihr euch verbreitet. Ich komme mit euren Zitaten. Ihr könnt mir nicht Antwort stehen, aber wollt alle dann sagen, Lüge, Hetze, Hass? Nein. Haltet, dann will ich mit allem Respekt, ich würde mich nicht mal aus dem Fenster weit weglehnen, wenn ich sage, halt euren Mund, weil ihr keine Ahnung habt. Ihr seid Jahi, also kleine Jahids.
Ja, weil Unwissenheit bringt niemanden weiter. Entweder ihr wollt was lernen und fragen und nachprüfen, das, was ich jedem empfehle, der unwissend ist. Man nimmt die Quellenangabe und sagt, gut, ich muss jetzt nachprüfen, ob das eine Richtigkeit hat. Das erwarte ich für die Unwissenden. Für die Wissenden wissen ganz genau, was ich rede, aber haben Angst, wie ich argumentiere. Siehst du, du bist jetzt rausgegangen. Meine Hände waren hier. Ich habe dich nicht rausgeschmissen. Ja, habt ihr jetzt gesehen? Die Muslime sind nicht in der Lage, sachlich zu argumentieren. Die schaffen das gar nicht. Die können ein, zwei Schritte und der dritte Schritt ist zu schwer für diese Menschen. Es sind ganz, ganz wenige in der Lage und die, die dann hier kommen und meine Fragen dann beantworten, haben dann ganz andere Probleme auf einmal mit dem Staatsschutz, weil die dann auf einmal ganz viel merken, oh, dann müssen wir den politischen Islam, die Scharia voranbringen. Ja, ganz einfach rede ich mit denen und schon gehen die weg. Ich brauche euch nicht rausschmeißen. Argumentativ geht ihr schon aus Angst schon hier raus. Hol mir den nächsten noch. Gottes Segen, Armageddon. Bitte schön. Das liegt auf den Herzen. Auch an dich. Ich bin selber Moslem. Ich wollte den gerade, der gerade hier oben war, den wollte ich mal korrigieren. Und zwar, es geht darum, dass du und die der deinesgleichen oder meinesgleichen hier einen glauben, dass was es seit 2000 Jahren gibt, die Leute hoffen darauf, die glauben darauf, die halten darauf, daran fest und ihr habt nichts anderes zu tun im Leben, als deren Glauben in Frage zu setzen. Wie macht ihr das? Ihr macht euch den Gedanken, ob ein Mensch Gott sein kann, der gegessen hat, der getrunken hat, der keine Ahnung was gemacht hat. Aber habt ihr euch mal den Gedanken gemacht, den Gedanken andersrum gemacht, ob einer ein Mensch sein kann, der Tote wieder erweckt hat, der Blinde wieder zum Sehen gebracht hat. Habt ihr euch mal die Sache so angeschaut? Nein. Ah, ich muss gehen, ciao, ciao. Okay, Gottes Sorry. Segen, bitte. Kümmere dich um dein Kind, kein Problem. Ja, aber ich will dir auch immer den Herrn Jesus anzunehmen, weil ohne den Herrn Jesus Christus geht jeder Einzelne verloren und wird die Hölle schmecken, weil eure Sünden, die ihr getan habt, ihr seid alle Sünder, keiner ist frei davon. Ihr müsst Bezahlung bekommen, ihr schafft es nicht selber zu zahlen. Deswegen nimm den Herrn Jesus an, denn er ist für dich gestorben und auferstanden. Nicht Mensch wurde Gott, Gott wurde Mensch. Er hat sich erniedrigt aus Liebe zu uns. Er muss es nicht tun, aber weil Gott Liebe ist und Liebe Opfer erfordert, hat er dies getan. Und er hat sich geopfert am Kreuz, weil er uns liebt und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zugleich gebracht hat. Hat ein Allah sowas gebracht? Nein. Hat Allah am Anfang bei Adam und Eva Zeit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gebracht? Ja. Was war danach? Nie wieder gebracht. Somit sehen wir, dass Allah ein unperfektes Wesen ist und mein Gott der perfekteste überhaupt ist. Bitte schön, Frankfurt. Hallo, guten Abend, Pavlos. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, haben die Jesus und dir? Ja, soweit, Dankeschön. Ja, also, ich schaue ja auch immer wieder gerne bei euch rein. Ich selbst stehe ja noch so zwischen den Stühlen, bin auf der Suche. Ja, kurz und knapp. Also, wir leben ja momentan in der Zeit, irgendwie geht alles in Bach runter, wenn man mal schaut, ne? Überall Kriege, überall Streit und keine Ahnung, ne? Letzten Endes, wenn man mal schaut, Hollywood, Musik, Drogen, Alkohol, der ganze Mist, ne? Der ist so weit verbreitet, also man muss sich wirklich Sorgen machen, was morgen wirklich so sein wird. Ja. Im Koran ist der Alkohol verboten, im Koran ist Musik Nein, Sura verboten, also 66. ist verboten. Nein, Die Sura Hollywood. 16, 67. Kommt, was steht denn da? Ich bin nicht so. Da steht drinnen in Sura 16, Vers 67, dass Allah Alkohol erlaubt. Jetzt frage ich mich, warum ein Das Gott, war der am doch so Anfang. allwissend ist und doch weiß, dass Alkohol Schaden zufügt, warum erlaubt er die Umma sich Nein. zu besaufen zu lassen? Erklär Das mir. ist nicht korrekt, Pavlos. Es war mal Ist nicht Alkohol korrekt. erlaubt. Es war mal so. Aber. Ja, hör meine Frage zu. Ich habe gesagt, warum gibt es einen Gott, der im Namen Allah, der auf einmal sagt, ich erlaube Alkohol und später verbiete ich es? Aber warum hat er es erlaubt? Warum hat er nicht sofort verboten? Man hat es gesehen, was es gebracht hat, ne? In der Ach Bibel ist so, es ja. also Allah wusste nicht vorher, was es dann bringen wird? Also, ich denke mal, Hast du gemerkt?
Also, schau mal, also, wie ich es gelernt habe, ist der Alkohol heute auf jeden Fall verboten im Islam. Ihr habt es alle gesehen, er hat es gemerkt. Er hat gemerkt, dass ein Allah nicht allwissend ist. Er hat gemerkt, dass Allah gar nicht mehr Sinn ergibt. Siehst du, mein Lieber, in was für einer Lage du stehst, mach dir nicht Sorgen über die anderen Menschen, mach dir lieber Sorgen um dich selbst. Du, mein Lieber, bist auf den seidenen Faden, der Richtung Hölle geht. Du hast aber die Möglichkeit, zu den Herrn Jesus zu kommen und deine Sünden reinzuwaschen. Warum glaubst du an einen Gott, der nicht allwissend ist? Ich glaube an einen Gott, der was das Universum erschaffen hat, der uns erschaffen hat, der die Erde erschaffen hat, der alles Ja, erschaffen der Herr hat. Jesus Christus, nicht Allah. Allah ist der, der nicht mal Gott wusste, ist wie viele doch Soldaten er in schicken Jesus wollte, auch Nummer nach deinem. 8, 65. Allah ist der, der laut Sure 16, 67 nicht wusste, ob Alkohol schädlich ist für die Menschen und sich später korrigieren musste und deswegen Sure 206 kam mit Abrogation-Basis, weil er nicht wusste, wie er sich rechtfertigen muss mit seinen ganzen Widersprüchen. Trotz Abrogation Widersprüche gefunden. Jetzt frage ich mich, was für ein Gott ist das? Das ist unser Gott, meiner und Ja, ein deiner. unperfekter Gott. Glaube ich nicht, dass Gott unperfekt ist, wenn man mal sieht, Glaubst du wie alles nicht? miteinander harmoniert, Mensch, Harmoniert Erde. ihr, indem ihr gegenseitig die Finger lutschen tut? Eine ganz ehrliche Frage. Sahih Bukhari 5456, das ist Sahih. Ist das eine Harmonie, die ein Gott haben möchte? Ich glaube, das ist ein ganz kleines Problem, was du da Ein gerade kleines über dir Problem, stehen hast. Ja, ein ein anderer kleines Problem. Ufer, kleines Problem. Okay, gut. Schau doch mal an, heutzutage unsere Töchter, die haben 10 Beziehungen, die haben drei Kinder von 10 Vätern, keine Ahnung. Das ist Aber doch ein viel nicht die größeres christlichen Problem, als wenn Töchter, ich an deinen nicht die Finger christlichen, lutsche. Was nicht weiß die ich, ob ich christlichen überhaupt. Töchter. Aber das ist für mich ein Riesenproblem, indem ihr die Fingerorgie betreiben tut. Das darf nicht sein, das ist krank und das ist verabscheulich. Die Bibel erlaubt sowas nicht, weil wir sollen nicht gegenseitig, ne, zacken. Wir sollen natürlich Auf Liebe jeden haben, aber Fall. nicht in so einer Art von Liebe, ja. Also das geht ein bisschen zu weit hier. Okay, ja gut, kannst du ja sehr gut recht haben. Nur worauf ich hinaus möchte, Ja, ist, bitte. wie gesagt, die Erde, die Menschheit, alles geht so den Bach runter. Ja. Ist Durch den so. Islam geht der Bach runter, richtig? Und Glaube ich andere. nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ich glaube, das ist sogar eher der Kapitalismus, das sind die Zionisten, die uns kontrollieren mit dem ganzen Mist Die hier, bringen auch Katastrophe, mit dem ganzen. aber der politische Islam bringt genauso Katastrophe. Und genau, der Thema gewechselt. Du hast Mit dem selber ganzen. zugegeben, dass das schon, du hast ja selber gesagt, Komm mag mal, ja sein, du Pablo. hast recht, hast du selber zugegeben, das waren Du deine hast Worte. viel, stimmt recht, du Wie weißt kannst du so einem vieles. Gott folgen, der Ja, jetzt ist auf unperfekt jeden ist Fall. und voller Widersprüche ist? Wie kannst du so einem Gott folgen? Also, ich sag dir ja noch, ich bin noch auf der Suche, ne? So, worauf ich hinaus will, ich glaube, wir müssten über ganz andere Dinge aufmerksam machen, anstatt über den Islam oder wer sich dann den Fingern lutscht. Also, wir werden hier, wie gesagt, von Zionisten oder Kapitalisten mit. Mein Lieber, diese Arbeit macht Bruder Denny und Bruder Reza. Der macht da schöne Aufklärungsarbeit. Ich habe noch nicht einen Moslem gesehen, der solche Aufklärungsarbeiten tätigt. Ich sehe das bei den Christen. Und Ja, jetzt gehen wir zu dem gut. nächsten Punkt. Mein Lieber, du bist doch Moslem. Du bist Suchen. Sehr schön. Jetzt fragt Gott, wer bist du? Was ist der Weg? Was ist die Wahrheit? Ich sage dir, Jeremia 29, Vers 14 sagt, wer mich aufrichtig sucht, so werde ich mich von ihm finden lassen. Also siehst du, dass Gott eine Einstimmigkeit, eine Harmonie hat mit den Menschen, indem die ihn erst suchen und dann ihn finden und annehmen. Na gut, also auf jeden Fall, ich finde es ja schon mal gut, wenn überhaupt an Gott geglaubt wird, wenn man Angst hat, irgendjemanden zu töten, dass man vor Gott nochmal da mit dieser Sünde stehen muss, ne? Und ich habe viel mehr Angst vor denjenigen, die nicht an Gott glauben, die wahllos töten, die was Sünden begehen oder sonst was. Ich finde es Es erstmal gibt gut, nur wenn jemand an einen Gott Gott glaubt. Ja, es und gibt nur ihr einen Gott, glaubt an einen natürlich. falschen Gott. Es ist nicht Gott. Allah ist nicht Gott, denn Jesus Christus ist der allmächtige Gott. Nehmt ihr ihn Mal. nicht an, so geht Du musst ihr es falsch steinweg zu ausdrücken. Hell Wir 99 glauben schon, Dramen wir runter. glauben dann, wenn schon, doch an den gleichen Gott, vielleicht nur über die falsche Ihr glaubt Religion. nicht an Okay. denselben Gott. Es gibt nur einen Gott. Ja. Ja, aber mein Gott ist der Herr Jesus und dein Gott ist ja, du sagst selber nicht der Herr Jesus, obwohl es dein Gott ist. Ich sage dir, such und du wirst finden. Das empfehle ich dir. Liegt dir noch was auf den Herzen? Was mich richtig interessieren würde, wenn du, ich weiß nicht, kennst du bestimmt Iman TV auf YouTube, wenn du da mal reingehst Ja, bin und mit denen reingegangen, wollte eine vorlegst. Debatte mit denen haben. Weißt du, was die Wenn du gemacht mit haben? Mich denen rausgeschmissen und sagen, die vorlegst. machen keine Debatten, wo Das dann würde ich richtig so Probleme gemacht feiern. wird.
Das würde ich Ja. so feiern, wenn du und Jo, der Ex-Muslim schau mal meine Videos an, wie ich die Mante vor zerlegt habe, indem ich gezeigt habe, dass dieser Typ, der so ein Bart hat, aber nichts hier in Grips besitzt und dann auf einmal sagt, Paran liegt bei ihm in Mekka oder was. 1000 Kilometer Komplettverfehlung habe ich dann bewiesen. Was erzählt er denn für ein Quatsch? Ich war doch bei ihm oben drinne. Ich habe doch gesagt, lass doch eine Debatte machen. Lass jetzt einen Tag auswählen. Wir machen da eine Debatte. Ami, ich, Reza, wir sind da und euer ganzer Team. Was machen die? Mich rausgeschmissen. Warum? Weil die mit Leuten reden möchten, die kaum Wissen besitzen. Ich habe dann Videos über die gemacht, habe die öfters herausgefordert mit meinem anderen Account noch und der hat das 1000 Mal gesehen, weil das richtig viele Views erreicht hat. Er hat Angst vor uns. Er hat Angst, mit einem Wissenden zu reden. Er hat Angst, wenn nur einer sich 5% mit seinem Kodein auskennt, hat Angst, mit ihm schon zu reden. Weil Imam TV Fake TV sich nennt. Dann würde ich Das mal ist die Wissen. Imam TV, das ist Fake TV. Dann würde ich die an deiner Stelle wirklich mal offiziell öffentlich herausfordern. Habe ich doch gemacht. Schaut doch meine Videos an. Ich habe eines Islam herausgefordert, der damals bei Imam TV drin war. Ich habe Imam TV die ganze Truppe herausgefordert. Ich habe sogar mit einem Imam geredet. Ein Imam, der bei mir drin war, habe ich auch hier gezeigt in TikTok und YouTube. Link in meine Bio. War der Imam drin und ich wollte eine alleinige Debatte mit dem Imam. Und der Imam sagt zu mir: Ja, wir machen diese Debatte. Da gesagt, ich lobe dich, ich sehe das, du bist aufrichtig, du meinst das ernst, wir machen diese Debatte bloß kritisch. Und dann sage ich, perfekt, perfekt. Er ist nie wieder gekommen. Ein Imam, ein echter Imam, ist von mir geflüchtet. Und weißt du, wer er war? Das ist Ahmed Shekir Popay, der sogar mit Marcel Krass ist. Und Marcel Krass ist einer der erfolgreichsten Imame in Deutschland überhaupt. Und die, beziehungsweise er, Ahmed Shekir Popay, ist von mir geflüchtet. Von mir, ein kleiner Christen. Das ist heftig und ein Statement, weißt du? Ja, hört sich heftig an, auf jeden Fall. Auf jeden Fall abschließende Worte, was ich gerne noch mal sagen würde. Wie gesagt, was uns kaputt macht, was die Menschheit kaputt macht, wissen wir, glaube ich, alle mit einem gesunden Ja, ohne den Menschenverstand, Herrn die Jesus geht ihr angesetzt. alle kaputt. Punkt. Das ist der Schutzsatz. Nicht das, das, das. Ohne den Herrn Jesus geht ihr alle kaputt, weil ihr nicht wisst, was gut und richtig, was gut und schlecht ist. Ihr wisst es nicht. Nur durch den Auf Herrn jeden Jesus Fall wisst ihr es überhaupt. können wir die Karten auf den Tisch legen. Der Islam ist momentan die stark am Ja, ich stärksten danke dir. Ich wachsende danke dir für deine Religion. Unwissenheit. Danke, danke. Die schwächste Religion, die ich gesehen habe. Dankeschön. Die schwächste Religion. Ne? Und du noch nicht mal erklären kannst, warum man gegenseitig, ja, ewig schon. Deswegen die schwächste Religion, die ich je mein ganzes Leben gesehen habe. Der nächste, bitte. Seht ihr? Ihr habt jetzt den Stream ein Moin. bisschen verfolgt. Kein Muslim kam rein und kann einmal gegen mich argumentieren. Nicht ein einziger Muslim hat das geschafft. Das ist ein Statement, was euch alle in den Köpfen reintun müsst. Kein Muslim schafft es, gegen hier einen kleinen Christen wie mich nur ein bisschen zu widerlegen. Schaffen die nicht. Ich stehe für die Wahrheit. Die Wahrheit kann man nicht widerlegen. Die Lüge kann sogar ein Zehnjähriger widerlegen. Bitte schön, Gottes Segen. Moin und Salam Aleikum und Gott sei mit dir. Ich habe tatsächlich mehrere Fragen. Ich verstehe die Frage nicht an die Moslems. Nur eine Frage, warum lutscht ihr gegenseitig die Finger? Einmal Ja. das bitte mir vielleicht erklären, weil ich wirklich nicht weiß, was das bedeutet. Und dann habe ich gleich noch eine allgemeine Frage. Dann gehen wir erster Schritt, fangen wir damit an. Das ist eine Quellenangabe und das machen richtige praktizierende Muslime. Nicht Ach so, alle, das habe ich gar aber nicht gesehen wegen praktizierende deinen machen Haaren. das, weil es drin steht, dass der Prophet Mohammed sagte, dass man nach dem Essen nicht die Hände waschen soll und sich gegenseitig die Finger, nicht eigene, eigene das ist ja kein Problem, aber gegenseitig die Finger, das ist heftig. Ah, okay, krass. Wo steht Das ist eine das? Frage, wo ich mir stelle, was soll das denn? Ja, krass. Wo steht das denn? Ey? Aber nicht Habe im ich doch gerade Koran, oder gesagt, das so. ist die Quellenangabe. Sahih al-Bukhari Ist das ein 5456, es ist Sahih, Ja, authentisch. ist das ein extra Buch? Steht aber nicht im Koran, ne, oder? Mein Lieber, wer Hadithe ablehnt, ist kein Muslim, dann ist er ein Kafir. Warum? Das ist Bin kein Sunna. Moslem, ich bin Ihr kein wisst Moslem, nicht, ne? meine Lieben, wenn ihr Hadithe ablehnt, wisst ihr nur nicht mal, wie oft ihr beten sollt. Laut Koran dreimal beten, laut Hadithen fünfmal beten. Ihr könnt mir nicht erzählen, ich lehne die Hadithe ab. Dann seid ihr keine sunnitischen Muslime, dann seid ihr Kuffars. Das ist Sahih. Ihr dürft nicht ablehnen, was Sahih ist. Deswegen gibt es ja diese Gradzahlen und Sahih ist authentisch. Es widerspricht Koran und Sunna nicht. Das ist eine der Voraussetzungen von Sahih. Ja, und die Überlieferungskette, es muss lückenlos sein. Dann ist es Sahih. Ja, okay, ich kann ja aber Es nicht geht so bis richtig Mohammed folgen. zurück.
Und dann ist es noch Mutarabal dies. Bedeutet noch höher. Sein Musen 2032 steht genauso. Also Dann sehen wir, in mehreren Hadithen, die Sahih sind, bringen so eine Darstellung. Das dürfte ich nicht ablehnen. Wer das ablehnt, ist so, als hättest du Koran abgelehnt. Okay, ich habe Verständnisfrage. Also ich habe jetzt, ich bin Christ, nicht so richtig, glaube ich, also eigentlich bin ich jetzt Atheist, aber ich bin getauft. Ich habe mit meiner Oma immer die Bibel gelesen, also sie hat gelesen, ich habe zugehört. Und ich habe mal den Koran eigentlich ziemlich korrekt so durchgelesen, habe auch so ein paar Unterhaltungen mit Kollegen gehabt. Aber ich verstehe das nicht, was du damit sagst. Das scheint ja so ein Nebenbuch zu sein oder was anderes zu sein. Und die direkte Verbindung geht ja eigentlich zu den Schiiten, eigentlich nach Ali Reza, der da in Teheran da begraben ist. So meine Erfahrung. Aber jetzt Verständnisfrage, wo kommt denn das, diese Aussage her? Aus welchem Buch steht das denn? Sunniten. Sunniten, okay. Genau, die vier Rechtsschulen, sunnitischer Islam, das ist der meistverbreiteste Islam. Dass die anderen Schiiten, das sind ja geringere. Und die anderen Sekten sind ja noch geringer. Sunniten ist der höchste Islam. Die kennt ja auch jetzt einige, kennt ja Abdul Bara, Sheikh Ibrahim, Pierre Vogel, quasi die Deutschen gelernt, sag ich jetzt mal. Ja, die Deutschen. Die Deutschen. Okay, das andere ist, da würde ich dich gerne herausfordern, weil du stellst dich als, du siehst nicht wie ein Christ aus, aber. Du sagst, du bist Christ. Soll man also die eine Religion glaub, aussehen oder was? Nein, das, ich komme aus einer Gegend, so, wo man sagt, so ein Christ würde so nicht aussehen. Das ist jetzt nicht, keine Beurteilung. Aber du sagst, du bist ein Christ, also bist du für mich einer. Ich bin und ein wiedergeborener Christ und folge dem Herrn Jesus Christus. Jesus ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Trinität und solche Art. Nein, sehr gut. Sieht der aus wie ein Christ? Ich glaube, ja, wie gesagt, man kann das nie sagen, so, aber da, wo ich wohne, ist das nicht so. Bruder. Dieser aber Bruder. Ich habe eine andere Frage zu dir. Ich will nur einen Satz sagen, zu dem. Dieser Bruder hat tausende Muslime zu den Herrn Jesus gebracht. Dieser Bruder. Okay, krass, das freut mich für diese Bewegung, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe beide Bücher gelesen. Nur einfach so vorweg, so, ich finde, in der Bibel stehen echt so wichtige Sachen, auch so gute Sachen, so wie man irgendwas ordnet und Einordnung und Respekt und sowas, das ist gut. Im Koran eigentlich auch alles so ein bisschen durcheinander, ist klar, ist ein bisschen anders geschrieben, aber eigentlich auch so, ein bisschen übertrieben, weil man muss wissen, dass es vor 2000 Jahren passiert. Aber meine Frage ist eigentlich die, weil du meintest ja, du wirst herausgefordert werden. Ja, stell diese, bitte deine Frage, bitte, nicht drumherum, bitte. Oh. Geradeaus. Ja, und zwar das Gilgamesch-Epos, was ja 6000 Jahre vorher geschrieben wurde. Und wenn ich das so verglichen habe, so, habe ich im Internet gesehen, das, was meine Oma erzählt, das passt so fast eins zu eins in die Bibel rein. Mesopotamien da, was da passiert ist, die Flut und dies, das steht alles in der Bibel. Und das ist halt in diesem Gilgamesch-Ethos und das ist halt so von uns aus 10.000 Jahre alt. Was sagst gerade du dazu? Gerade 6.000 jetzt auf einmal 10.000 geworden, genau. Innerhalb von einer Minute hast du gerade kurz Quellenangabe geändert. Entschuldigung. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn man ihn nur zuhört, hat er sich selbst schon wieder... Gerade war 6.000 Jahre alt, jetzt hat innerhalb von ein, zwei Sätzen weiter 10.000 Jahre alt. Gleich ja, weil ich unsere Zeit meine und die Zeiten vor Christus. Deswegen, Entschuldigung, hast du mich falsch verstanden. Oder ich habe es falsch gesagt. Die Differenz, ne? Wenn wir jetzt so zurückrechnen, 10.000 Jahren, mit vor Christus gehen wir 8.000 Jahre eigentlich zurück, wenn wir vor Christus reden, nicht 6.000. Also Mathematik kannst du auch nicht. Ja, ich habe an das jüdische Buch gedacht, weil 2000 vor Christi. Egal. Aber was sagst du zum Gilgamesch-Ethos? Mein Lieber, alles Quatsch, alles Müll. Radiokarbonat-Methode hat euch eh alles zerstört mit der C14-Methode, in denen es eine offene mathematische Rechnung ist, die darstellt, ja, dass nicht perfekt eine Datierung dargegeben kann, weil es offen ist und manipulierbar ist. Die Radiokarbonatmethode sollte eigentlich bis 80.000 Jahre zurückgehen, laut gesagt, aber dargestellt geht das eigentlich nur bis 6.000, 5.000 Jahre und dann wird das komplett verwischt sein. Wenn wir schon nur nach der Radiokarbonatmethode gehen und wenn mit der Uran-Blei-Methode noch argumentiert wird, wird die noch katastrophaler. Aber wenn wir jetzt nur auf der Darstellung gehen, mit deinem toten Glauben, der nicht mehr existent ist. Können wir von dem Stein ausgehen? Können wir von dem Stein ausgehen? Der Stein wurde. Hallo. Entschuldigung. Ein schwacher Gott, ja, hat dargebracht, dass sein Glaube niemand kennt. Also ein schwacher Gott. Ein starker Gott schützt sein Glauben, schützt sein Wort, ist unverfälscht und ist bis heute präsent. Und nicht, es muss erst gefunden werden und wieder in Leben geweckt werden. War irgendwo der Herr Jesus Christus
Tod und dann beziehungsweise, also mit Tod meine ich nicht auf ihn bezogen, sondern sein Wort Tod und musste wieder auferweckt werden. Nein, durchgängig da gewesen. Genau wie das Alte Testament, der Tanach, das ist die Bibel und wir dann ganz klar und deutlich sehen, das ist immer da gewesen, nie tot gewesen, musste nicht auferweckt bleiben. Das ist ein starker Gott. Euer toter Gott brauche ich nicht verkündigen, er ist tot. Und da soll er auch hingehören, vergraben. Gehst du den lebendigen Gott, der sagt, tu Buße, kehre um und nimm ihn an, bevor es zu spät ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater zu und durch mich. Ja, das freut mich auch für dich, aber du sagst, es ist eine Frage. Du sagst, es ist mein Gott. Nein, du sagst, es ist mein Gott, das ist ja aber nicht richtig, weil du unterstellst mir jetzt was. Ich habe ja nur gesagt, es gab diese Religion und die war vorher und die Geschichten passen. Ist die Religion tot, ja oder nein? Also für dich ist das wichtig, ob ist die Leute tot, das. Ja, und ich frage dich, ist die tot? Ja, was ist? Okay, dann frage ich dich zurück. Ist die tot? Ja, okay, das möchte ich dir gerne antworten, aber dazu, ich bin ja nicht doof, deswegen würde ich gerne verstehen, was für dich eine tot oder lebendig. Was sagst du, ja oder nein? Ist diese Religion, die du nanntest, tot? Also nach meiner Definition ist sie tot, ja. Aber trotzdem würde ich es gerne von dir wissen. Meinst du, wenn lebendige Menschen? Hallo. Du glaubst an einen toten Gott? Ich glaube an einen lebendigen Gott. Das ist der Unterschied. Aber mein Gott kannst, und dein Gott. Okay, da ich die Bibel gelesen habe, bitte ich dich einmal darum, einmal kurz über meinen Gedanken. Du hast die Bibel gelesen, 1. Mose bis Offenbarung durch. Ich habe dir vorhin ganz offen erzählt, dass meine Oma das gelesen hat, kurz vor ihrem Tod, und ich musste bei ihr immer schlafen. Du hast gesagt, du hast es gelesen. Am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, dass ich zugehört habe. Jetzt habe ich gerade gesagt, gelesen, das war falsch. Stimmt. Ich habe nur zugehört. Sehr schön, immer. Auf jeden Fall. Ich würde gerne verstehen, also heißt das dann sozusagen, wenn lebendige Menschen eine Religion angehören und sie praktizieren, dann ist es eine lebendige für dich, ne? Und wenn sie das nicht mehr machen, ist sie tot. Ist das korrekt? Nein. Ach, okay, bitte. Ganz einfach geklärt. Wenn ein Glaube seit Tag 1 da ist, seit Tag 1, und das ist mit den Juden Tag 1 da, und wir sehen, die haben noch nicht mal einmal Tod gehabt, durchgängig ein Leben, das ist der wahrhaftige Gott. Und nicht nur das. Ich unterzeichne es sogar mit den Prophezeiungen, die gegeben sind. Welcher Gott hat so prophezeit wie die Bibel? Jesaja 53 steht geschrieben, dass einer kommen wird, der ohne Sünde ist, der alle Sünden auf sich nehmen wird und durchbohrt wird. Und nicht nur das. Dann sehen wir, er wird bei einem Reichen begraben. Jesaja 53. Welcher Gott bringt auf einmal das da, dass auf einmal in Zacharja 12, Vers 10 gesagt wird, ihr werdet auf mich blicken, den ihr durchbohrt habt. Welcher Gott hat das da gebracht? Die Bibel, Zacharja 12, 10. Welcher Gott bringt auf einmal da in Zeilen 22, aber das wurde doch erst 300 Jahre später geschrieben. Zeilen 22, wo drinnen steht, ihr werdet um mein Gewand würfeln. Welcher Gott hat das gebracht? Die Bibel. Wer hat 314 Prophezeiungen akkurat, systematisch, mathematisch, wo ich mit Daniel Kapitel 9 schon gleich ankommen kann, dass mathematische Exaktheit in der Bibel gegeben ist? Welcher Gott hat sowas gebracht, 314 Prophezeiungen zu erfüllen ohne Probleme? Okay, krass, aber. Mein Gott schon. Aber welcher Brief wurde wann zuerst geschrieben? Dir muss doch klar sein, dass es 300 Jahre später der erste Brief da. Ich bin nicht fertig. Das war jetzt nur auf den Messias. Wenn ich aber auf die ganze Prophezeiungen eingehe, über 314 Prophezeiungen müssen das sein, die erfüllt worden sind. Weißt du, was für eine Wahrscheinlichkeit das wäre? Es wäre wahrscheinlich 320 zu 1. Eine Milliarde Mal in Lotto hintereinander zu gewinnen, statt so eine Konstruktion der Erfüllung der Prophezeiungen. Und ich kann sie dir systematisch geben. Und die können wir sogar gerne machen. Ja, aber dein Fehler ist doch, du hast doch einen Fehler. Dein Fehler ist doch, dass das erst 300 Jahre nach dieser einen Geschichte von Jesus passiert ist. Danach wurde das, die ersten Briefe erst geschrieben. Was erzählst du? Hallo. Ich habe hier selbst. Klär mich auf. Du kennst doch die Bibel, sagst du doch. Jesaja ist das Alte Testament, das Heilige der Juden. Der erste Brief wurde 250 nach dem Jesaja-Rolle, Qumran-Höhle, mein Lieber. 2200 Jahre alte Schrift. Jesaja an sich ist schon über 700 vor Christus datiert, 2700 Jahre alte Schrift. Nur die Qumran-Höhle hat da gebracht, dass 700, 800 vor Christus datierte Schriften, die 700, 800 Schriften von da gebracht haben und die Bibel perfekt überliefert sind, da gibt es unmäßige Dokumentationen, die ich sogar selber gepostet habe und ihre Rolle in Jerusalem vorzufinden ist. Was erzählst du mir? Jesaja ist nach Christus datiert, daraus muss man sagen. Aber das war jüdische Religion, nicht die christliche. Jüdische Religion?
Wenn du die christliche ist auch nur ab Zeiten. Wüsstest du, dass das Heil von den Juden kommt und Jeremia 31, 31 sagt, das ist eine andere Religion? Nein. Und du weißt ganz genau, dass die Juden auf den Messias warten und der Messias gekommen ist. Und das ist der Herr Jesus, Jesaja 53. Erklär mir, wer sollte es denn sein, der ohne Sünde ist, ohne Makel, die Sünden auf sich nimmt, damit wir Frieden bekommen und der Weg durchbohrt werden? Erzähl mir eine Person, die das erfüllt hat. In der ganzen Geschichte jetzt? Ja. Der eine Typ aus dem Gilgamesch-Epos, der hat das erfüllt. Ich er war rein und guter Herrscher. Epos, ja, raus. Elegische Epos hat das erfüllt. Ne? Jesaja 53, 2700 Jahre alte Schrift, wo drin steht, dass es so prophezeit wird und der Herr Jesus hat es erfüllt. Und er kommt mit elegische Epos, er kommt mit Post. Gehst du Deutsche Post und erzählst es denen, aber nicht zu mir. Unglaublich. Tote Religionen will er mir predigen, die nicht mal die Schriften vorhanden sind. Das kannst du keinem erzählen. Der nächste bitte. Epos. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Das geht gar nicht. Er kommt mir mit Epos. Das kannst du keinen erzählen. Nicht mal dein Nervenarzt. Nicht mal. Weil dein Nervenarzt braucht dann auch einen Nervenarzt. Nach so einer Geschichte. So eine Geschichte braucht der Nervenarzt einen Nervenarzt und der braucht genauso einen Nervenarzt. So, der hat auch keine Verbindung. Der nächste bitte. Unglaublich, ey. Epos. Einfach Deutsche Post will er mir predigen. Einfach Deutsche Post ist ein Gott geworden. Bitte schon, mein Lieber, was liegt dir auf dein Herz? Guten Abend, Paulus. Guten Abend. Seist du gegrüßt von Gott, von Allah. Okay, dann schieben wir, will mich grüßen. Gut, alles klar. Hallöchen. Ich weiß, du nimmst alles wörtlich. Ich wollte nur deine Frage beantworten, da oben. Warum? Ja, da oben, erzähl mal. Beantwortet es mal. Also, wenn ich mich nicht täusche, stand bei dem Bukhari über dieses Thema drinnen, dass damit gemeint ist, die Finger lutschen lassen nach dem Essen, hauptsächlich kleine Tiere oder eigene Kinder. Also, das ist so ein Zeichen von Liebkosung, weil es damals auch keine Servietten gab. Hat man das so gemacht, halt genauso wie heute Hundebesitzer ihren Hund abschlabbern. Das ist so eine Liebkosungsform halt. Das ist ja nichts Schlimmes, nichts Bedeutendes. Ich weiß nicht, warum das für dich so wichtig ist. Gut, dann geh bitte zu den anderen und Unschien ein. Ja, aber. Geh mit dem Moslem in einen Tisch, essen, nicht die Hände waschen und lutsch seine Finger. Dann glaube ich dir, dass es für dich nicht schlimm ist. Ja, das ist also von einem kleinen Tier. Das nein, macht, nein, das nein, nicht ein Kind. Auch. Nimm der muslimischen Bruder, so ein behaarter Finger muss es schon sein, so ein Bruder zum Beispiel, ja? Und dann lutscht die Finger, dann will ich sehen. Wenn du das also machst, dann glaube ich. Ich wollte dich loben im Gegensatz zum Amir. Du lässt Leute wenigstens reden, du lachst nicht jeden aus, weil der Amir lässt einen maximal nach 10 Sekunden schmeißt er jeden raus, weil er, sobald er nicht weiter weiß, schmeißt er einen gleich raus. Dahin das stimmt, ich habe die Aussage. Der Bruder Amir lässt die Leute lang genug reden. Aber wenn Kamelurin langsam kommt, dann braucht es auch keinen Sinn, dann hat es auch keinen Sinn mehr weiterzureden. Jetzt zeig mir lieber, dass du jetzt einen anderen Muslim zum Tisch einlädst, essen, nicht die Hände waschen und ich möchte, dass du seinen Finger ableckst. Ja, das steht aber nicht gegenüber von Erwachsenen oder da von steht Frauen. Deine eigene oder andere. Da steht nicht Frauen, da steht deine eigene oder andere. Es wird sogar ein Kapitel als Überschrift kein gegenseitiges Fingerlutschen. Ja, das nennt sich Lutschen als Kapitel. Willst du das sehen, zeige ich dir. Also die Quelle, wo ich habe zu Hause, da steht drinnen keine Tiere oder die eigenen Kinder. Erzähl keinen Quatsch. Die Quelle ist hier, Sahih al-Bukhari 5456. Der Prophet Mohammed, guck mal hier, Kapitel an den Finger lecken und lutschen. Der Prophet Mohammed sagte, du isst, wenn du isst, wische deine Hände nicht ab, bis du sie geleckt hast oder von jemand anderen geleckt hast. Da steht nicht Kind, Frau, eben was. Da steht, oder von jemand anderen geleckt hast. Das wird so, aber später, nimm der muslimische Bruder und mach es. Ich möchte es sehen. Das wird aber später ausgeführt, was damit gemeint ist. Da steht dann, wo steht das ausgeführt? Bitte schön, zeig mir die Quellenangaben. Das kann man dann googeln. Also man kann Al-Bukhari diese Nummer eingeben. Da steht es auch drin, von Lämpchen, Kätzchen stehen drin, offizielle Angabe. Wo steht das? Ich bin nicht weitergekommen. Du hast jetzt was gesagt und wir wissen nicht weiter. Quellenangabe. Ich mache Quellenangaben. Also Islam.de ist eine Quellenangabe. Islam.de ist Koran.
Ja, da steht auch Al-Bukhari. Man kann es eingeben, Al-Bukhari 5-4. Das kann jeder, der im Chat ist gerade, kann es machen. Und da steht genau beschrieben, Ja, Kätzchen, zeig jetzt mal, mach Impfen. Kamera an und zeig mal. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Computer Habe da. ich mir schon gedacht. Habe ich mir gedacht. Du Aber weißt, kann dass ja du wieder Restaurant gucken. Jess. Der andere Muslim, der bei mir reinkam, das haben wir gefilmt und das haben wir öffentlich gemacht. Bei Pavlos Highlights könnt ihr das sehen. Der eine, der tatsächlich so machen wollte wie du, Kinder sind gemeint, ist bei uns hochgekommen und sagt: Pavlos, was ich dir sagen werde, du wirst dich jetzt belehren lassen. Kein Problem, kein Problem. Er wird groß gemacht. Er liest so einen Text auf einmal vor und dann steht auf einmal drinne: Lecke eigene von deiner Frau, von Kindern. Und dann stand er da und dann war das hier so oder andere. Und dann sagt der Bruder Reza: Da steht unter andere, warum liest du das nicht? Und das hat jeder bei Kamera gesehen. Ich hatte das ja komplett hier gefilmt. Und dann macht er schnell weg und sagt: Ja, und dann haben wir uns alle kaputt gelacht, weil er sich selber blamiert hat. Er wollte uns so wie du es beweisen. Und dann steht er auf einmal ganz fett und groß oder andere. Also, wen wollt ihr jetzt veräppeln? Mit Ja, allem das glaube Respekt. ich schon. Es gibt halt Der so wollte viele auch verschiedene erklären. Er hat sogar Versionen. den Text gezeigt. Es kann Und sogar er hat sein, sich weil ja es gibt so blamiert von viele dem ganzen verschiedene Publikum. Versionen. Von dem ganzen Publikum, weil er seinen eigenen Text nicht mal gelesen hat. Ja, es gibt wirklich viele verschiedene Versionen. Es kann sogar sein, dass das Und auch folgende verschiedene sogar Versionen. Versionen. Es gibt immer was. Er hat was gebracht, was heftig war. Mit seinem Muslim 2032 noch on top. Plus Sayyid Bukhari 5456. Ja, leckt andere Finger. Jetzt musst du mir erklären, was ist das für ein Gott, der sowas erlaubt? Für Also sag mich? noch Nicht eine für mein Finger. mich. Laut der Bibel, das ist eine falsche Aber Richtung. Ihr wisst schon, falsche Richtung. wir Tierbesitzer lassen unsere Finger auch abschlappern von unseren Haustieren. Ja gut, dann Beim lutscht Füttern. gegenseitig und seid glücklich. Das ist doch alles, was toll ist. Ja gut, wenn euch gegenseitig ein gut, dann macht. Na, zack, Finger ist Sünde, würde ich dann sagen. Ja, ist also nichts Schlimmes. Aber was sagst du auch dazu, dass der Prophet Mohammed sagte, der seine Frau am besten behandelt, ist der beste Gläubige unter euch? Prophet Mohammed, der gesagt hat, suche 4430, die aber mutig wie gib mir so einen Ellbogen von Abu Sanik von Seite. Was erzählst du mir da, Mann? Das sind doch die rechtschaffenen Frauen gemeint. Die sollte gut behandeln. Die mutig werden, klatscht die weg. Da steht doch ein zueinander sein. Soll ich das dir zeigen? Bitteschön. Bitteschön. Steht doch uns, nicht so, Entschuldigung, Sunan Abi Dawud 2146. Schlagt nicht an das Dinas, aber als Umar zum Gesandten Allah, also Mohammed, kam und sagte, die Frauen sind ihren Männern gegenüber mutig geworden, gab der Prophet die Erlaubnis, sie zu schlagen. Das ist doch die Antwort. Suche 434 mit allen Tafsiren zusammen, von allen Gelehrten. Das ist schon Konsens, Mann. Natürlich sollte Ja, er eure Frauen dann die weg. Übersetzung wird schon sehr, die Übersetzung wird schon sehr radikal. Übersetzt uns sehr radikal? Nein, das Arabische ist sogar noch radikaler. Das kannst du Also, sogar wirklich glauben. im Arabischen gibt es 20 Wörter für schlagen. In Deutschland, im Deutschen nur eins zum Beispiel. Aber komischerweise, guck mal, das ist voll die Lüge von dir. Aber komischerweise, alle, die perfekt Arabisch können, das Arabische auf Deutsch übersetzen, übersetzen aber alle mit schlagen. Aber ihr, die kein Arabisch könnt, sagt auf einmal 20 Wörter, kann sich beweisen, aber 20 Wörter. Komisch, dass alle, die perfekt Okay. können, aber alle mit Schlagen Okay, übersetzen. Sogar die Personen damit übersetzt sind. Und sogar drin also wenn steht, ich dass du dann, sie sogar geiseln sollst. Das kannst also du keinem erzählen. wenn man dann schlussfolgern darf, was du jetzt sagst, deine Meinung, Genau, Schlussfolgerung finde ich gut. Geh in ein Frauenhaus rein und erzähl mir, welche Frauen drin sind. Sag Okay, mir, ob die christlichen Frauen drin sind oder die eher muslimische Frauen aber dann müssten ja drin sind. Milliarden muslimische Männer ihre Frauen täglich schlagen, wenn das so stimmt, wie du sagst. Nein, Das ich sag kann ich nicht gar nicht alle. Ich sagen. sag nicht alle, weil weißt du warum? Die meisten praktizieren sowieso nicht den Koran. Weißt du, was die meisten praktizieren? Shisha-Bar, Tipico und dann noch gewisse Lusthäuser. Das praktizieren die Deutsche allermeisten. gehen auch in die Kneipe, das heißt nicht, dass die antichristlich sind. Welcher Christ geht in eine Kneipe, Mann? Was erzählst du mir für einen Quatsch? In den 80er, 90ern gingen Der über 80er, 90% der 90er, was Menschen. erzählst du? Kein Christ will in eine Kneipe gehen, Mann. Wir haben nichts mit Haram-Sachen zu tun. Erzähl keinen Quatsch. Ihr geht dahin und Alkohol dann trinken ist doch macht ihr erlaubt. dann die ganzen Haram-Sachen. Alkohol trinken ist doch erlaubt im Christentum. Oh Mann. Also 1667 steht da drin, dass Allah Alkohol erlaubt hat. Jetzt sage mir, warum hat Allah ein Gift erlaubt, wenn ihr doch immer das als Gift darstellt, bitte. Ja, zuerst hat er es erlaubt, dann hat er aufgehoben, weil er gesehen hat, dass die Erst Menschen erlaubt er so nichts mal, vertragen. erstmal erlaubt er halt ein bisschen, ne? Ihr wisst Ja. schon, ein bisschen Gift und dann kann er es doch ein bisschen verbieten. Das ist wirklich wie, ich würde dir einfach im Bauch reinschießen und dann würde ich dich danach verarzten.
Aber das gibt es ja auch im Christentum, ohne Logik, willst du mir jetzt geben, gewisse Verse aufgehoben werden, Apokryphen oder wie du das nennst. Ja, Abrogation. So ein Low-Level willst du mir jetzt geben. Ich schieße dir im Bauch und dann komme ich her und ich verarzte dich. Und dann sagst du mir, Alhamdulillah, Dank. Es gibt auch viele Widersprüche im Christentum, das heißt ja nicht, dass die... Ach so, die Widersprüche, einen möchte ich hören. Ah, die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es gibt viele. Ja, dachte ich mir schon. Es gibt viele Widersprüche. Guck mal, ich sag dir mal was, es gibt wirklich Widersprüche im Koran, aber ich brauche nicht googeln, Sure 8, Vers 65, 66. Allah weiß nicht, wie viele Soldaten er schicken soll. 20 gegen 200 oder 100 gegen 200? Weiß ich nicht, ja. Ja. Steht das im Koran oder in den Hadithen? Nein, da steht Koran, was ich hier zitiert habe, Sure 8. Vers 65, 66. Das wird seinen Sinn haben, da muss man den kompletten Koran lesen. Was ich dich auch schon fragen wollte. Das wird einen Sinn haben? Okay, dann lies mal. Ich möchte, dass du es mir erklärst. Ihr werdet immer sagen, es wird einen Sinn haben. Aber keiner schafft es, mir den Sinn zu erklären. Aber den Koran vom ersten Wort. Es wird immer einen Sinn haben. Hast du den Koran vom ersten Wort bis zum letzten Wort mal ganz ehrlich gelesen? Ich habe sogar den Tafsir gelesen, Mann. Sogar die Erläuterung des Verses. Nicht mal da wird das erklärt. Da wird einfach gezeigt, ja, da hat Schwaches gesehen und dann hat Allah auf einmal entschieden für 100. Fertig. Man muss halt solche Bücher mit rein, warum hat er nicht vorher 100 geschickt? Ist der nicht erwissend? Man muss halt solche Bücher mit reinem Herzen lesen, sonst bringt es ja nicht viel. Man muss sie mit reinem Herzen. Das kann doch nicht wahr. Ey, mein Lieber, ich finde Widersprüche. Ihr könnt mir die Widersprüche nicht erklären und eure Argumentation ist, ihr müsst das mit reinem Herzen lesen. Dasselbe gezählt auch für die Bibel. Wem wurde jetzt veräppelt? Dasselbe gezählt auch für die Bibel. Nein. Du musst einfach nur Gott fragen, wer bist du? Mit aufrichtigem Herzen heißt nicht rein Herzen, weil keiner ist rein. Einfach aufrichtig suchen und nicht, ich suche, aber in Wirklichkeit suche ich nicht. Babys, Neugeborene sind rein, nicht wie im Christentum, dass sie getauft werden müssen. Neugeborene Babys sind ich bin ex-Katholik, bin ein wiedergeborener Christ. Apostelgeschichte 2,38, tut Buß und dann lasse dich taufen. Wir taufen keine Babys, wir taufen Wiedergeborene. Die sich für den Herrn Jesus bekennen und entscheiden, wie es in der Bibel steht, Mann. Damit kannst du Katholiken nachjagen und Orthodoxen doch nicht bei einem Wiedergeborenen, der die Wahrheit nachfolgt. Darf ich fragen, wie du wiedergeboren wurdest? Hast du von altes Leben abgestorben, neues Leben mit dem Herrn Jesus beginnen? Das bedeutet, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin, habe meine Sünden zu dem Herrn Jesus gebracht und er hat meine Sünden bezahlt. Und wer an den Jesus gebracht und er hat meine Sünden bezahlt. Und wer an ihn glaubt, ist mit Jesus gestorben und mit Jesus auferstanden. Und so bin ich von neuem geboren, ein neuer Mensch. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen. Ein neues Leben ist dann begonnen. Ist das nicht heftig? Aber ich verstehe den Sinn nicht, dass Jesus eure Sünden angenommen hat und dafür gestorben ist. Und danach leben die Menschen weiter und machen neue Sünden. Wie bei Mohammed. Vergangene, gegenwärtige, zukünftige Sünden wurden auf einmal vergeben. Mohammed konnte machen, was er wollte. Sorry, vergeben. Uns ist aber eine Logik dahinter. Du willst die Sünden nicht mehr begeben. Nein. Römer Kapitel 7, 14 bis 25. Fleisch und Geist streiten sich. Du willst die Sünde nicht begehen. Wenn du eine Sünde relativierst und sagst, die Sünde ist richtig und du lässt dich nicht belehren anhand der Heiligen Schrift, so bist du ein mutwilliger Sündiger und der ist nicht wiedergeboren. Also ein Wiedergeborener will nicht mehr sünden. Der möchte das nicht mehr. Er will den geraden Weg gehen. Warum? Aus Liebe. Ja. Wir sind berufen, heilig zu wandeln. Und heilig heißt Absonderung. Absonderung von jeglicher Sünde und jeglichen Müll, der einen Anstoß zur Sünde führt. Seit wann gibt es die drei Faltigkeit, die Trinität? Seit Tag 1, 1. Mose, lasst uns Menschen machen. Wie bei euch im Koran, lasst wir Menschen machen, lasst uns Menschen machen. Ist doch eher eine neue. Warum redet Allah im Plural? Aber das ist doch eher eine neuartige. Haltet das mit? Pluralform? Bei euch Koran, Pluralform. Erklär mir das. Bitte? Wo er auf einmal sagt, lasst uns Menschen machen, sagt Allah. Ja, wen meint er? Die Engel können nicht was erschaffen. Also wen hat er gemeint? Komm, mein lieber Engel, es reicht jetzt langsam. Du hast jetzt genug gehört. Jetzt kannst du den Herrn Jesus, jetzt kannst du neutral, nur nicht mal hergehen. Frag Gott, wer bist du, was ist der Weg, was ist der Weg? Ganz neutral. Frag ihn jetzt. Jetzt mach dich auf die Suche und lies. Das ist meine Empfehlung zu dir. Okay. Vielen Dank. Und falls du auch mal willst, dass jemand dir den Finger rutscht, eine Umarmung von mir. Du brauchst nicht neidisch sein. Mach's gut. Du bist wenigstens für einen Klopper gut, ja. Ey. Der segne dich. Für einen Klopper bist du doch gut, mein Meister.
So, holen wir mal den nächsten. Wollen wir mal sehen, wer alles drin ist. Reza, wenn du hier bist, mein Fratello, dann bitte eine schöne Einladung schicken. So, bitteschön, Gottes Segen, was liegt dir auf den Herzen? Guten Abend, ich wollte dich fragen, kennst du dich auch mit christlich-theologischer Geschichte aus? Christliche theologische Geschichte, Ja. sag mir was. Lies die Bibel und du hast die ganze Geschichte in der Heiligen Schrift, Apostelgeschichte, wo du siehst, wie das Evangelium sich verbreitet hat. Ist das nicht wundervoll? Nein, Ich nein, gehe nicht in nein, eine es geht ums Alte Universität, wo Testament. ein Atheist mir erklären möchte, wie die Bibel zu verstehen ist. Verwerfe ich. Warum soll ich mich von einem Ungläubigen belehren lassen? Es geht ums Alte Testament, dazu möchte ich dich was Das fragen, Alte Bibel. Testament. Ja, und Dann zwar. gehen wir zu der jüdischen Geschichte und nicht die christliche. Ja, Das ist vielleicht der kann. Unterschied. Es ist eine ernst gemeinte Frage. Ich kann Widerlegungsversuche. Es Ich kann mir bin keiner nicht beantworten. perfekt. Also Alte Testament habe ich sehr oft durchgelesen. Das, was ich beantworten kann, kann ich beantworten. Was nicht, muss ich dann noch suchen und dann selber nachforschen und dann beantworten, gegebenenfalls in Zukunft, so Gott will. Was liegt deine Frage in Alten Testament? Also die Frage ist, wie sind die verschiedenen Menschen entstanden? Adam und Eva müssen ja entweder schwarz, weiß oder asiatisch gewesen sein. Die können ja nicht alles drei gewesen sein. Und wie kann Gott hat es. einfach alle Gene in einen Menschen gesteckt und er ist natürlich ohne Sünde gewesen, der Adam und Eva, und später kam dann die Sünde. Und durch mehrere Generationen hindurch, durch die Erbschaftssünde, wurde der Mensch mit seinem Geneffekt immer weiter kaputter. Aber Adam hatte doch alle Gene gehabt. Durch Adam und Eva sind doch alle Menschen gekommen. Wenn wir jetzt sagen, Adam und Eva wären schwarz, okay, kein Problem. Wie sind dann die Weißen entstanden? Kommt jetzt die Frage. Wenn ich sage, Adam und Eva sind weiß, wie sind die Schwarzen entstanden? Kommt dann die Frage. Fakt ist, Gott ist allmächtig und er kann dann alle Gene in einen Mensch machen. Und wenn dann gezeugt wird, werden dann viele Kinder entstehen und die Kinder können dann unterschiedlich aussehen, aber von Adam kommen. Gott ist allmächtig, seine Wege sind wirklich unergründlich, aber das ist leicht erklärbar. Viele Gene. Nee, das ist nicht einleuchtend, Und sage du ich glaubst ehrlich. nicht, dass Gott allmächtig ist und das nicht vollbringen kann, Natürlich, anhand seiner natürlich. Allmächtigkeit? Doch, 100%, aber ich bin mir Ja, sicher, dass es durch einen warum logischen Weg fragst du mich existiert. Guck dann? mal, ja, weil es gibt schon ein paar logische Ansätze und Theorien, so ist es ja nicht, weißt du, auch theologische aus christlicher Sicht. Theologische, okay. Gab es ne neben, also neben Adam und Eva noch jemand? Nein, es kommt ja danach, Nein. es fängt ab Noah an, da geht es erst ab Noah los, weil es Warte, geht warte, da. warte, warte. Haben wir dann durch Noah erst Schwarze bekommen, oder? Nee, das ist nicht wegen Noah. Ich denke, also das habe ich mal gelesen, es ist so eine Theorie. Mit den Nephilim hängt Die es so ein bisschen. Theorie. Du willst mir jetzt eine Theorie geben, die nicht bestätigt ist. Ja, deswegen frage ich Raus, dich ja. raus, raus. Aber. So ein Quatsch. Der will mir mit Theorie. Was ist das? Soll ich Philosophie mit dir oder was? Ist nur eine Theorie. Will ich halt mit dir quatschen. Geh mit Fakten. Ich habe keinen Bock auf Theorien. Ich will lieber mit Fakten reden. Die Schrift sagt, hütet euch vor Philosophen. Das ist Zeitverschwendung. Philosophie mit dem Spiegel, aber nicht mit mir. Ich bin der, der mit Fakten reden möchte. Von mir aus sind die gelb. Und dann sind schwarze, weiß entstanden. Ist mir doch egal. Mensch ist Mensch. Die Hauptfarbe ist vollkommen egal. Wie die Schrift sagt, ob Grieche, Jude, Kannst Heide du und so viel sonstiges. Scheiße labern, Mensch. Alter? Schämst du dich nicht? Ich dachte, Jesus hat die linke und die rechte Wange hingehalten und du machst die Kam jetzt ganze jemand, der Zeit mich jetzt gerade geschlagen hat? Hast du selber schlecht, gemacht. Alter. Was bist Ich du für danke dir, ne, einer? dass du sehr So willst du die intelligent Leute zum Christentum einladen? Du bist. Heuchler, so willst du die einladen, mit dieser Einstellung, wie du das machst? Das ist falsch, Junge, das ist richtig Okay, wie falsch. soll Du ich musst machen, mit dem bitte? besten Charakter und mit der besten Freundlichkeit die Leute zum Christentum einladen, so wie du das machst. Bäh, Alter, widerlich einfach nur. Erklär mal, wie sollen wir Junge, es am besten machen, guck mal, bitte? was du im Ich Hintergrund möchte von hast. dir lernen. Wieso? Mach doch mit Liebe, Mann. Mach doch mit Freundlichkeit, aber noch nicht so Erklär asozial, mal, wie du wie soll das ich machst. das machen? Und wenn man Erklär dich es mir, was wie verliert fragt, ich und lerne ich habe von dich dir? schon lange beobachtet, wenn man dich fragt und du Lange gerätst beobachtet. in Schwanken, brichst du sofort das Gespräch ab, Alter. Okay. Stell mir mal eine Junge, Frage. Hier sind meine änder Hände. mal deine Hier sind meine Profilbild. Hände. Hier sind meine Scheiß mal Hände. auf Stell mir mal deine eine Hände. Frage. Änder mal dein Profilbild im Stell Hintergrund. doch Fang an einfach mit jetzt die Frage. Freundlichkeit. Fang an, Hier sind endlich meine Hände. normal Stell zu die Frage. reden. Du Lass sagst, die ich bin Menschen am freundlich mit Wanken. Liebe ein. Aber noch nicht so, Möchtest Alter. du gerne die Frage stellen oder möchtest du nur Ich will dir gar einfach keine ein Frage stellen, bisschen Mann. Ich will dir einfach Nonsens? nur sagen, dass wie du das machst, Ich ist danke dir, falsch. mein Lieber, ja, Ja, dass natürlich. du wirklich Kamelurin da gebracht hast. Dankeschön, ja. Sehr schön. Da hat man gemerkt, Theorie und Praxis.
Er stellt was in der Theorie und in der Praxis hat er versagt, weil er merkt, in der Theorie ist Nonsens. Einfach ist die Geschichte erklärt. Gottes Segen, das liegt dir auf den Herzen. Gottes Segen, Pablo Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Grüß dich. Endlich mal was Gesundes. Ich wollte dir nur sagen, ich finde super, wie du die Leute aufklärst. Jedes Mal aufs Neue höre ich dir gerne zu und das stärkt uns und das gibt uns Mut. Und ja, man fühlt sich halt nicht so alleine. Ne? Das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Ich hab mal eine Frage an dich. Also erstens wollte ich nur mal sagen, ich weiß nicht, bin ich der Einzige, dem das so auffällt? Oder ich weiß nicht, also viele Muslime, einige, sag ich mal, zeigen auch im Internet oder erzählen auch, wenn sie in Not sind, also wenn sie in schwierigen Zeiten sind, dann beten sie natürlich und es passiert nichts. Und dann wirklich einige sagen, ja, ich habe dann auch nochmal zum Jesus Christus gebeten und ja, Jesus hat mir geholfen, Jesus ist mir erschienen, Jesus hat sich mir offenbart. Ja, ich habe das jetzt öfter mal so gehört, muss ich sagen, aber gehört habe ich noch nicht andersrum, dass Christen gesagt haben, ja, Jesus hat nicht geholfen in schwierigen Zeiten und dass sie dann an anderen Gott angebeten haben. Ja, sehr schön, mein Bester. Da hast du recht. Ja, also auch auf TikTok kann man das, habe ich schon öfter gesehen und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Das finde ich alles sehr schön, ne? Also dass solche Geschichten und dass man Mut hat, das auch zu erzählen. Ne? Ja klar, natürlich. Ne? Danke mal, genau. Aber danke mal, wen? Den Herrn Jesus Christus. Wir sind nur seine kleinen Werkzeuge, wir sind nichts. Wir sind alle gleichwert. Aber der Herr Jesus, ihm gebührt nur Lob und Ehre und Ruhe. Genau, genau. Und ich wollte dich nochmal fragen, Pavlos, zu deiner Meinung. Ich habe letztens gesehen, wie ein Bruder in einem Stream gefragt hat, wie kann Allah ein Vater sein? Das geht gar nicht. Ja, weil es steht nirgends im Geschrieben. Dass nicht, dass das einfach ein Ehrentitel, Name und Person per se ist. Genau. Und dann haben die anderen da im Stream ihn ausgelacht und haben Argument gebracht, ja, Allah ist allmächtig, er kann auch Vater sein, wenn er will. Ja, ja. Wenn er will, kann er alles. Und die verstehen genau, einfach nicht, und dann frage ich mich, was für mich dann auch so ein bisschen interessant ist. Also es sagen die Leute, die Menschen sagen, Allah ist allmächtig, er kann auch ein Vater sein. Der Allah ist ja der Gott. Aber warum stellt ihr uns dann die Frage, wie kann Jesus ein Mensch sein? Also, wenn Allah ein Vater sein kann als Gott, weil er das möchte, dann können wir auch sagen und müssen wir auch sagen, Jesus Christus, unser Gott, kann auch Mensch sein. Ja. Ist doch ein Widerspruch. Also, euer Gott kann der Vater sein, wenn er möchte, aber ihr sagt, unser Gott kann nicht der Mensch sein. Ja? Und das ist halt ein bisschen so interessant für mich, weil ich habe auch schon ein paar Mal gefragt in Streams, ja, wenn doch Allah allmächtig ist, woher wollt ihr wissen, dass er nicht als Mensch sein kann, wenn er Lust hat? Ja, das ja? ist ja so gut gefragt. Ja, sehr schön. Also, gut, wie gesagt, ich finde, man muss das auch von beiden Seiten sehen, wenn man an den Gott glaubt, an den und den anderen. Dann muss man auch fair sein und Gott ist allmächtig, ja. Und wenn er möchte, kann er die Gestalt annehmen und das machen und dies machen. Also, finde ich, als deswegen man hat Allah muss das auch in Sura 68, 42 sich als Schienbein präsentiert. Genau. Okay. Als Fehler war er schon Mensch. Das kenne ich ja, sehr aber schön, ich glaube, da steht auch, dass die Moslems erstmal den nicht erkennen werden, ne? Die werden ihn nicht erkennen, aber an seinen Schienbein werden sie ihn erkennen. So steht es in Sura 7349 war das, glaube ich. Okay. Ich kenne was auf den Herzen. Nö, das war's. Also ich wollte das nochmal so erwähnen, weil ich finde, man sollte fair sein. Man kann nicht sagen, also mein Gott kann alles, wenn er möchte, aber dein Gott kann es nicht. Also das geht nicht. Sehr gut. Ja. Der Herr segne dich. Ja, dich auch, Pavlos, mach weiter und man sieht sich. Immer Bruder. Beten, ja? Immer beten. Sicher, jeden Tag. Meine Brüder und Schwestern, unseren Brüdern und Schwestern, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Sehr schön. Ja, auf muntere Worte, sehr schön.
Ja, betet für die Muslime, betet für die Ungläubigen, betet für die Irrlehrer, dass die umkehren, Buße tun und den Herrn Jesus wahrhaftig annehmen und von neuem geboren werden, laut Johannes 3, Vers 3. Wer nicht von neuem geboren ist, dann wird das Reich Gottes nicht erben. Johannes 3, Vers 3, sage ich es nochmal, ihr müsst von neuem geboren sein, sonst geht ihr alle verloren. Das sagt sonst ich, das sagt der Herr man Jesus in der Hölle. Oder? Und dir jetzt auf den Herzen? Ja, ich, servus, guten Abend erstmal. So beginnt man normalerweise ein Gespräch. Ja, ich sag, das schlimm für dich? Das ist eine Begrüßung. Du hast gar nichts ausgefragt. Was liegt dir auf dem Herzen? Erstmal begrüßen. Ich habe gesagt, Gottes Segen, was liegt auf den Herzen? Aber okay, bitteschön. Okay, du hast das nicht am Anfang gesagt, aber okay. Also, findest du das schlimm? Also, die Hygiene in den islamischen Ländern war doch damals viel besser. Beispielsweise sagt Jesus, es ist nicht mal... Die Hygiene war besser? Beispielsweise sagt Jesus, es ist ja nicht mal schlimm, sich nicht die Hände zu waschen vor dem Essen, weil was in den Mund kommt, ist nicht unrein. Das war auf die Hygienevorschriften bezogen. Ja, also mussten sich die Christen ja nicht mal die Hände waschen. Nein, mein lieber Jeremy, da musst du Kontext lesen. Gut, Jeremy, mach mir es ein bisschen gemütlicher. Das ist mein neuestes Video, was du heute ansprichst. Gehe ich gleich drauf ein. Gehe ich erst zu den Herrn Jesus. Ein neuestes Video, das habe ich leider nicht gesehen. Die Pharisäer, erst Kontext. Erst beantworte ich deine Frage, dann stelle ich meine Frage. Die Pharisäer sind zu den Herrn Jesus gekommen. Ja. Er hat einmal seine Hände nicht gewaschen, aber hat nicht andere bedient, hat sich selbst bedient. Das heißt, hat einmal selber was gegessen. So. Und die Pharisäer sagen, das ist Sünde. Aber das steht nicht in den Schriften. Das waren Menschengebote, was die Pharisäer selber erstellt haben. Und so hat der Herr Jesus denn geantwortet, nicht das, was in dir reinkommt, ist unrein, sondern das, was aus dir rauskommt, ist unrein. Das hat er auf die Sünde bezogen und nicht mal auf die Hygiene bezogen. Ja, er hat und gesagt, dann dass... Das nein. Doch, das selber lachen. Ruhig. Ich bin am Reden. Ich bin nicht fertig. So. Das war darauf bezogen. Und das war nicht bezogen, Christen so ein Hände nicht waschen. Völliger Quatsch. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Oh, ihr sauberen Muslime, so das hygienische Volk überhaupt. Erkläre mir in Sunan Abi Dawud 66 Sahi, mein Bester, ja, wo Mohammed einen Brunnen gesehen hat vom Buddha, wo tote Hunde, stinkende Exkremente und Menstruationsablagerungen. Menstruationsablagerungen von den Damen, die Erdbeerwoche, drinne waren und Mohammed hat darin Wudu gemacht, Gebetswaschen gemacht und sagt, Wasser ist rein und wird von nichts verunreinigt. Erste Frage, warum lügt Mohammed? Weiß er gar nicht mit Allah zusammen, dass es Bakterien gibt und sowas komplett verdreckt ist und verseucht ist und versifft ist. Zweite Frage, wo seid ihr sauber? Bitte. Also erstmal zu der ersten Geschichte, weil da waren wir noch nicht fertig. Da sagt doch Jesus ganz klar und deutlich, für sich spricht er ja, dass selbst wenn er sich die Hände nicht wäscht und das Essen isst, macht es das Essen nicht sündhaft. Aber wenn wir dann im Mittelalter schauen, wie die Hygiene dadurch war, waren die Leute krank. Sie haben auf die Straßen geschissen, sich die Hände nicht gewaschen. Steht irgendwo in der Bibel, du sollst auf der Straße deinen Kot machen? Geht nicht drin. Jetzt Antwort auf meine, mein Lieber, erzähl kein Quatsch. Antwort auf meine Frage. Was hat mit der Bibel zu tun? Erstmal nicht auf deine Frage. Der kommt mir ja, mir betroffen, mit der Abstand auf einmal redet der. Der redet von Jesus, 1500 Jahre auf einmal redet er davon. Geht es dir noch gut? Beantworte meine Frage. Zügel dich, ich habe doch erstmal eine Frage gestellt. Beantworte meine Frage. Erzähl keinen Nonsens. Gleich gehe ich drauf ein auf deine Lüge. Beantworte erstmal meine Frage. Nein, nicht meine, nicht deine, nicht meine Frage. Das war das erste Gesprächsthema. Beantworte warum hat er nicht einfach gesagt? Warum hat Mohammed in ein Toilettenwasser Gebetswaschung gemacht? Dürft ihr Muslime in Toilettenwasser Gebetswaschung machen? Vielleicht die Überlieferung zu den Abi Dawud 66 sagt, ihr dürft. Weil was ja, ist du bist rein, so anstrengend zu reden. Und da war wortwörtlich Scheiße drin. Wortwörtlich Scheiße von Hunden oder von Menschen. Paulus, du kannst aufhören, mich jetzt im Juden. Das ist ja irrelevant. Und da war tatsächlich Menstruationsablagerung der Frauen drin. Jetzt erklär mal, warum Mohammed denn so ein Dreckstümpel-Toilettenwasser, wo du machst. Gebetswaschen, bitte. Erstmal gehen wir auf mein. Erstmal klären wir das erste. Geh bitte weiß, auf meine Frage ein. Willst du meine Frage nicht beantworten? Die können wir danach beantworten. Willst du meine Frage nicht beantworten? Danach können wir das beantworten. Ich stelle dir erst, jetzt das letzte Mal diese Frage. Willst du meine nein, Frage nein, erstmal kannst du zustimmen, dass Jesus Frage gesagt hat. Wenn du meine Frage nicht beantwortest, so werde ich deine Frage nicht beantworten. Aber ich habe die Frage doch als erste gestellt. Und somit sage ich dir Adios für dich. Weißt du warum?
Weil du ein unehrlicher Mensch bist und mit unehrlichen Menschen reden wir nicht. Ich habe dir die Frage als erstes sogar beantwortet. Habe dir dann eine Frage gegeben, was Mohammed gemacht hat, wortwörtlich. Bei Jesus Christus war es das Gerede auf sich selbst bezogen, wo er nicht die Hände da einmal gewaschen hat, auf sich selbst, wenn er was isst. Das hat jeder schon mal gemacht, dass er einmal was gegessen hat, ohne kurz mal schnell die Hände zu waschen. Aber das bringt dich nicht um. Es sind eigene Bakterien. Und nicht nur das, mein Lieber. Ja, das ist keine Sünde. Das hat der Jesus denen darbringen möchten mit ihrem erfinderischen Menschengeboten von den Pharisäern. Aber du, mein Lieber, der ein Propheten nachfolgt, der wortwörtlich, und jetzt zeige ich das hier als Hintergrund, schaut euch das mal an. In so einem Tümpel, Kot liegt da drinnen, tote Hunde liegen da drin, Menstruationsablagerungen der Kleidung von den Frauen liegen da drinnen. In so einen Dreckstümpel hat er Gebetswaschung gemacht und sagt, Wasser ist rein und wird von nichts verunreinigt. Das, mein Lieber, das ist unhygienisch, das ist krank und das ist nicht von einem Gott. Das ist von Schaitan höchstpersönlich. Da wollt ihr bei uns sowas vorwerfen, wo bei euch das hundertfache Schlimmste, was es gibt? Mein Lieber, merk dir eine Sache. Du kannst viel reden, ja, aber Fakten könnt ihr nie bringen. Ihr redet viel, aber nicht einen einzigen Fakt. Ich rede wenig und bringe einen Fakt nach dem anderen. Zitat Ende. Das will ich dir geben. Da habt ihr eure Antwort. Schaut euch alle mein neuestes Video an. Ich habe ja ein neues Video gepostet. Dort nur ein paar Sekunden. Alle anschauen, kommentieren, liken, erneut veröffentlichen. Und ich habe es schon in Abbey der Wut 66 dann erklärt. Wie ihr diesen Brunnen gesehen habt, habe ich ein Video drüber heute sogar noch gemacht. Ein schönes Video. Schaut es euch an. Und dann liken, teilen, kommentieren. Was ich erreiche, mein Lieber? Ich erreiche, dass Muslime den Islam verlassen und den Herrn Jesus annehmen. Ist das wirklich geschehen? Ja, einige Muslime haben den Islam deswegen verlassen und haben den Herrn Jesus angenommen. Das erreiche ich. Ich mache christliche Dawa. Habt ihr ein Problem damit? So habt ihr Pech. Sag euch auch warum. Dann geht doch in ein Land, wo Scharia ist, wo Scharia herrschen tut und nichts gepredigt werden darf als nur der Islam. Dann geht in diesen Faschismus. Aber ich gehe in eine Demokratie, wo jeder predigen darf und mit Argumenten sich verbal angreifen tut, sage ich jetzt mal. Mit Argumenten, sachlich und nicht mit den Fäusten wie Sure 929 oder Sahih Bukhari 3032, wo tatsächlich Leute nackentherapiert worden sind, wenn die nur Kritik an den Islam hatten. Heftig, ne? Da nennt man keine Meinungsfreiheit. Die Bibel, ihr dürft alles sagen. Aber ihr werdet durch vor Gott Rechenschaft, ihr werdet von Gott immer Rechenschaft gezogen. Aber keine Sorge, kein Christ kommt vor eure Tür und sagt dann, komm mal her. Nein. Wir lieben unsere Nächsten und lieben unsere Feinde. Und das sollte jetzt das Statement sein für heute. Ja, wir haben eigentlich genug heute sehr schön gepredigt, den Herrn Jesus fortgebracht, gezeigt, dass die Liebe das Allerstärkste ist, argumentiv die Christen die Allerstärksten sind, weil wir für die Wahrheit stehen und die Muslime keiner es geschafft hat. Und ich kann immer wieder solche Dinge machen. Und nicht ein einziger wird es schaffen, mich zu widerlegen. Warum? Nicht, weil ich toll bin, nicht, weil ich wissen, ich bin nichts. Ich bin gar nichts. Ich stehe nur für die Wahrheit. Und wenn ich für die Wahrheit stehe, dann kann keiner mich widerlegen, weil die Wahrheit ist unwiderlegbar. In diesem Sinne, Gott segne euch. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Alle Folgen, alle das neueste Video anschauen. Erstmal auch noch Team Herzklauen, mein Leben, so unterstützt ihr. Kostenlos ist sowieso Einkommen, was ist das? 0,0001 Cent. Interessiert eh keinen. Alle Team Herzklauen, meine Lieben. Das ist nur ein einziges Mal und somit habt ihr gut unterstützt, dass in Zukunft das Team noch mehr Menschen erreichen können. Alle bitte folgen, dass ihr nichts verpassen tut. Und bitte bei meinem Profil reingehen. Unter irgendwo oben rechts, oben links Benachrichtigungen, Mitteilungen anmachen, jegliche Art, dass ihr seht, wenn ich live komme, brummt euer Handy. Ja. Alle Folgen, Team Herzklauen und so weiter. Ja. So, in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch Gottes Segen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.